Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur 24. Außenpolitischen Jahrestagung der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Giorgio Franceschini, ich bin Referent für Außen- und Sicherheitspolitik hier in der Stiftung und ich freue mich, Sie hier in unserem Saal zu begrüßen. Ich freue mich auch, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer im Livestream zu begrüßen. Der Titel unserer diesjährigen Außenpolitischen Jahrestagung lautet Europa verteidigen in ungewissen Zeiten. Und Sie sehen jetzt hinter mir unter anderem einen Hashtag, der heißt We need EU, we need you. Und dieser Hashtag wird uns die nächsten Monate auch begleiten. Diese Veranstaltung ist eine von mehreren Veranstaltungen und Publikationen, die wir zu Europafragen machen. In diesem Jahr der Europawahl treiben uns diese Themen um. Und wir werden in den nächsten Monaten auch Veranstaltungen und Publikationen zu so Themen haben wie die EU-Reform und Erweiterung, Demokratiesicherung vor dem Hintergrund eines möglichen Rechtsrucks bei den Europawahlen, Zukunft des Green Deals und natürlich Auswertung der Europawahl. Das heißt, konsultieren Sie regelmäßig unsere Webseite oder folgen Sie uns auf Social Media, um hier immer up-to-date zu bleiben. Wir beginnen jetzt gleich mit einem einführenden Gespräch mit unserem Vorstand und Staatsministerin Anna Lührmann. Danach werde ich mit Ihnen eine kurze Online-Umfrage machen. Dazu ist es gut, wenn Sie zu Hause und auch hier ein Smartphone haben. Sie sehen da drüben eventuell auch, wir haben ein WLAN und das entsprechende Passwort. Das brauchen Sie dann in ungefähr einer halben Stunde, wenn ich Ihnen entsprechende Fragen stelle. Und damit würde ich sagen, können wir beginnen. Und ich bitte jetzt unseren Vorstand Jan-Philipp Albrecht und Staatsministerin für Europa und Klima Dr. Anna Lührmann auf die Bühne für ein einführendes Gespräch. Viel Spaß bei der 24. Außenpolitischen Jahrestagung. Ja, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen hier in der Heinrich-Böll-Stiftung zur diesjährigen Außenpolitischen Jahrestagung. Wir freuen uns über das große Interesse hier im Raum, aber auch natürlich über den Livestream. Und ich freue mich, dass wir zum Auftakt die Gelegenheit haben, mit Europastaatsministerin Anna Lührmann ins Gespräch zu kommen. Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die Frage der Sicherheits- und Verteidigungspolitik als zusätzliche Frage steht im Raum in diesem Wahljahr der Europäischen Union. Es sind enorme Aufgaben von der Migrationsfrage, die ein großes Thema ist, die Fortführung des Green New Deals, über auch immer die immer wiederkehrende Rechtsstaatsfrage steht viel im Raum, aber eben auch die Frage der europäischen Sicherheit und der Verteidigung Europas. It's obvious, aber es ist eben auch relevant im Lichte der Tatsache, dass es nicht nur in Europa ein Wahljahr ist, sondern auch in den USA. Und wir sehen, das zwingt uns eben auch mit Blick darauf, so manch einer, ich glaube, im Politico habe ich es gelesen, behauptet sogar, die Wahl sei für Europa noch relevanter als die Europawahl. Das würde ich in Zweifel ziehen, aber zumindest ist sie eine enorm relevante Entscheidung, die uns zwingt, uns eben auch mit dieser Frage zu beschäftigen. Romano Prodi, der ehemalige EU-Kommissionspräsident, hat mal vor 20 Jahren, 2004, gesagt, er hat eine Vision von der EU, die eben nur von Freunden umgeben sei. Wir erinnern uns, damals war auch die Osterweiterung, 1. Mai 2004, ist jetzt 20 Jahre her. Und das ist natürlich eine Vision, die wir auch alle verfolgt haben und die für uns alle leitend gewesen ist. Und nichtsdestotrotz müssen wir aktuell konstatieren, dass wir statt eines Rings von Freunden irgendwo auch einen Bogen der Instabilität um zumindest einen Teil der Europäischen Union haben, der sich von der Ostsee über Osteuropa und den Südkaukasus bis in den Mittleren Osten streckt. Und wir stellen fest, auch angesichts dieser relevanten Wahl in den USA, Europa ist gefragt, in vielfacher Hinsicht sich zu engagieren, aber selbst auch seine eigene Sicherheit zu hinterfragen und seine eigene Handlungsfähigkeit oder ihre
eigene Handlungsfähigkeit zu hinterfragen in der Europäischen Union. Entscheidungen müssen schneller getroffen werden. Sie müssen für Stabilität in den Nachbarstaaten sorgen und auch einen besseren Umgang mit einzelnen Vetospielern gefunden werden. Man denke nur an Ungarns Blockade bei der Ukraine-Hilfe. Das zum Anfang gesagt, liebe Anna, führt uns zu der Frage, wie uns das gelingen kann, auch strukturell. Und du, liebe Anna Lührmann, hast zusammen mit der französischen Staatsministerin, deine Kollegin jedenfalls bisher, da musst du noch mal sagen, wie es jetzt da vielleicht weitergeht, Laurence Boon in Frankreich, eine Arbeitsgruppe beauftragt, wie die EU schneller und effektiver zu Entscheidungen kommen kann. Das erscheint eine zentrale Frage zu sein. Was sind die wichtigsten Ergebnisse eurer Arbeit bis dahin? Ja, vielen Dank, lieber Jan. Und in der Tat, ich warte sehnsüchtig darauf, dass die französische Regierung eine neue Europastaatsministerin, Staatssekretärin ernennt. Laurence ist jetzt seit 2-3 Wochen nicht im Amt. Und ich fühle mich wirklich so ein bisschen, als wäre meine rechte Hand amputiert, weil das war so schon, sozusagen ist mir in Fleisch und Blut übergegangen, mich immer eng mit ihr abzustimmen bei allen Fragen, die wir im Allgemeinen Rat, aber auch generell auf der europäischen Agenda haben. Und mir fehlt es wirklich sehr, dass ich aktuell diesen Counterpart nicht habe. Ich hoffe, es wird bald entweder sie wieder ernannt oder jemand Neues ernannt, dass wir da weiter anknüpfen können an diese wichtige Arbeit. Und wir haben in der Tat vor ungefähr einem Jahr haben wir eine Expertinnengruppe beauftragt, sich Gedanken darüber zu machen, wie wir die EU erweiterungsreif bekommen, also welche Reformen wir brauchen, um auch handlungsfähig zu sein, wenn wir mehr als 30 Mitglieder haben. Weil es ist ja so, dass vieles von dem, was jetzt mit 27 Mitgliedern schon oft zu vielen Umwegen führt, zum Beispiel dieser Sondergipfel in Brüssel, der ja gerade nur wegen Viktor Orban stattfindet, das kann eben, diese kleinen Umwege können dann wirklich zur Sackgasse werden, wenn wir mehr als 30 sind. Und deswegen ist einer der zentralen Punkte, auch Ergebnis dieses Berichtes, dass wir eben an diese Vetomöglichkeiten rangehen müssen. Da sind auch eine Reihe von kreativen Vorschlägen drin, wie auch sichergestellt werden kann, dass auch die Interessen von kleinen und mittleren Mitgliedstaaten auch trotzdem Gehör finden. Das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, fast noch viel fundamentaler, dass wir besser werden müssen, die fundamentalen Werte der EU zu verteidigen, weil diese Werte werden ja nicht nur von außen angegriffen, von Russland zum Beispiel, sondern eben auch von innen, von diesen ganzen rechtspopulistischen, rechtsextremen Regierungen, Parteien und Akteuren. Und deswegen müssen wir als EU schneller und zielgenauer als bisher diese Angriffe gegen Werte auch stoppen, adressieren. Und ich glaube, das ist auch die Lesson, die wir lernen können aus dem Umgang mit Viktor Orban, dass da einfach die EU viel zu spät aufgewacht ist. Und ich glaube, viel von dem, was wir jetzt sehen, ist ja eigentlich Ausdruck von dem gleichen sozusagen Kernproblem, nämlich dass Ungarn sich so weit von unseren gemeinsamen Werten entfernt hat. Und deswegen sehen wir Probleme sozusagen auf verschiedenen Ebenen. Unterstützung für die Ukraine, die ja schlussendlich auch eine Unterstützung ist für ein Land, was unsere Werte verteidigt. Aber auch die Blockade des NATO-Beitritts Schwedens, das muss man sich mal vorstellen. Ein EU-Mitgliedstaat blockiert einen anderen dabei, unter diesen Sicherheitsschirm zu schlüpfen. Das ist an Unsolidarität kaum zu überbieten. Ja. So, deswegen Rechtsstaatlichkeit, Werte schützen ist sozusagen der zweite große Reformstrang. Und dann müssen wir natürlich angehen, sozusagen diese ganzen Fragen, die auf der Hand liegen, Größe des Europäischen Parlaments, Größe der Kommission, Arbeitsfähigkeit mit mehr als 27. Ich glaube, da sind auch Diskussionen. Aber das Fundamentalste ist, glaube ich, der Schutz der Werte und die Frage der Entscheidungsfähigkeit. Unsere politische Generation ist ja letztendlich damit eingestiegen, dass es einen Weg hin zu einem Verfassungskonvent gegeben hat, Joschka Fischer damals mit seiner großen Rede. Und die Frage, was muss fundamental reformiert werden, da ist ja schon vieles dann errungen worden im Verfassungsvertrag, der dann im Vertrag von Lissabon mündete. Nichtsdestotrotz muss man ja feststellen, vieles ist vertraglich eben noch nicht so geregelt, dass man um zum Beispiel Vetopositionen oder um eben oder zu besserer Handlungsfähigkeit jetzt hinkommen würde. Was von dem, was in dieser Kommission jetzt erarbeitet wurde, ist sozusagen darauf ausgerichtet, die Dinge im Rahmen dieser Verträge weiter umzusetzen und vielleicht über zum Beispiel über die ja schon verstärkte
Zusammenarbeit, die möglich ist, zu erreichen? Und wo seht ihr die Notwendigkeit, dann aber eben nach 20 Jahren dann doch wieder in einen neuen Vertragsänderungsturnus einzutreten? Ja, ich war ja damals, als der Konvent getagt hat, war ich ja Mitglied des Jugendkonvents, habe da die grüne Jugend vertreten und dann auch später im Bundestag Berichterstatterin für den Konvent. Das sehr eng verfolgt, was Joschka Fischer da gemacht hat, mich auch häufig mit ihm dazu ausgetauscht. Und ich bin natürlich auch im tiefen Herzen eine europäische Föderalistin und träume davon, dass wir enger zusammenrücken in Europa, dass wir dieses Ziel einer ever closer Union auch wirklich erreichen. Ich halte da auch viel auch schon auch von Symbolik, von der Flagge, von auch diesen Wörtern, Verfassungsvertrag und Ähnliches, weil ich glaube, dass es auch Leuten Halt gibt und Orientierung. Aber ich nehme natürlich auch zur Kenntnis die Diskussion, die ich habe mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus anderen Mitgliedstaaten. Und da ist das Wort Vertragsänderung oft so ein bisschen so ein rotes Tuch, ne? Und wir hatten ja versucht, als ich in den Allgemeinen Rat gekommen bin, haben wir versucht, auch die Ergebnisse der Zukunftskonferenz, die es ja auch noch gab, dieses große Bürgerbeteiligungsversuch vor ungefähr 2 Jahren, dann auch das Momentum dafür zu nutzen, um eine Debatte auch über Vertragsänderungen auch im Allgemeinen Rat anzufangen. Wir haben da, ich glaube, 5 Mitgliedstaaten gekriegt, die das zumindest eine Offenheit dafür signalisiert haben. So. Und Politik ist ja auch immer die Kunst des Machbaren. So. Und wenn man das eben sieht, dass da momentan kaum Appetit dafür da ist, dieses große Brett zu bohren, einen Konvent einzuberufen, Vertragsänderungen zu machen, dann ist es ja wichtig, dass wir uns überlegen, was haben wir für andere Möglichkeiten, um diese Blockaden zu umgehen, um zu Reformen zu kommen. Und da ermöglicht der Vertrag von Lissabon uns ja eine ganze Reihe von Flexibilitäten. Da sind ja zum Beispiel diese Passerelle-Klauseln angelegt. Das heißt, wir können im Rat einfach durch eine einstimmige Entscheidung, aber ohne eben Vertragsänderung, Ratifizierung und so weiter, können wir in bestimmten Bereichen, zum Beispiel in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, von der Einstimmigkeit zu qualifizierten Mehrheitsentscheidungen kommen. So, und wir arbeiten jetzt ganz aktiv daran. Wir haben eine Freundesgruppe gegründet im Außenministerinnenrat, was Annalena macht. Wir machen das auch in meinem Bereich, im Erweiterungsbereich, dass wir in möglichst vielen kleinen Teilbereichen einen Schritt weitergehen und diese Flexibilitäten der Verträge nutzen. Weil ich glaube, das ist das, wo wir auch wirklich realistischerweise andere Mitgliedstaaten dazu auch motivieren können. Und deswegen haben wir auch diese Expertinnengruppe auch damit beauftragt, sowohl Szenarien zu entwerfen für Vertragsänderungen für einen Konvent, aber auch Szenarien für darunter. Und da gibt es in der Tat eine ganze Menge von Sachen, was man machen kann. Plus, wir haben ja auch noch die Option, dass wir, wenn wir die Beitritte machen, also die Erweiterung dann stattfindet, in den Erweiterungsverträgen auch bestimmte institutionelle Reformen verankern können. So. Und deswegen glaube ich, dass sozusagen das realistischere Szenario ist, dass wir in diese Richtung gehen, auch wenn ich mir selber natürlich sehr wünschen würde, dass wir einen Konvent haben und dass wir auch wirklich an Vertragsänderungen arbeiten. Das wird natürlich gerade mit Blick auf die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik eine besondere Herausforderung, da das ja immer noch irgendwo doch sehr als Kernanliegen der Mitgliedstaaten formuliert wird. Wie sehr nimmt man eigentlich in diesen Ratsrunden wahr, dass gerade in diesem Bereich eigentlich stärkere Kooperation unabdinglich ist? Und inwiefern wird da vor allen Dingen über Symbole wie jetzt oder vielleicht auch kleinere Punkte, über die man sich jetzt viel auseinandergesetzt hat, wie zum Beispiel die europäische Armee oder solche Fragen diskutiert? Oder wird es auch andere Punkte geben, die da jetzt auf die Tagesordnung kommen? Also ich sag mal, es mangelt nicht an politischen Statements und Willensbekundungen, auch auf der europäischen Ebene, mehr zusammenzuarbeiten in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Wir haben ja auch viel darüber gesprochen, dass wir als Europa souveräner werden müssen. Das war ja schon sozusagen auch ein Ergebnis der französischen Präsidentschaft. Und das sind dann immer die wohlklingenden Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, wo sowas dann auch klar verankert ist. Die Frage ist halt, was folgt dann daraus? Ja, Hanna lacht hier in der ersten Reihe, genau. Wie machen wir sozusagen diese gemeinsame Analyse, auch so ein bisschen wie dann, was, das, womit du angefangen hast, dass wir eben vor 20 Jahren dachten, wir sind von Freunden umgeben und jetzt eben feststellen, nein, da ist ein Ring von Unsicherheit. Das ist ja ein komplett andere sicherheitspolitische Lage, in der wir uns jetzt befinden. So. Und ich frage mich manchmal, ob wir wirklich in Europa den Schuss schon gehört haben.
ob wir es wirklich schon verstanden haben, wie sehr wir herausgefordert sind, uns für unsere eigene Sicherheit auch zu kümmern. Und da ist es auch egal, wer am Ende jetzt die US-Wahlen gewinnt. Also wir müssen, ne, Joschka hat damals immer gesagt, ihr habt das vielleicht der eine oder andere von euch auch noch im Ohr, der hat immer gesagt, wir können, ich kann seine Knarzstimme leider nicht nachmachen, aber er hat immer gesagt sozusagen, wir können unsere geografische Lage nicht ändern. Ja? Wir sind hier in Berlin, ich glaube 800 Kilometer entfernt von der polnisch-ukrainischen Grenze. Ja? So. Und das heißt, es ist klar, wir müssen uns so aufstellen, dass wir uns und unsere Verbündeten gegen Russland verteidigen können. Und das ist, glaube ich, in vielen Köpfen immer noch nicht angekommen. Wenn wir auch gucken zum Beispiel, und das ist ein Thema, über das in der Tat auch viel und intensiv geredet wird, dass wir es schaffen müssen, auf sozusagen ne, die NATO sozusagen als Bündnis so der kollektiven Sicherheit, da den europäischen Teil auch drin zu stärken. Aber wir haben jetzt immer stärker eine Rolle für die EU bei der Rüstungsbeschaffung und auch bei der Beschaffung von Rüstungsgütern für die Ukraine. Da gehen sozusagen, glaube ich, gehen wir so ein bisschen in die richtige Richtung, weil es ist ja in der Tat Schwachsinn, dass wir einzelne 27 Mitgliedstaaten einzeln unsere Munition bestellen, am besten dann auch noch mit 20 verschiedenen Systemen, die dann, wenn sie dann in der Ukraine ankommen, ja nicht kompatibel sind. Ja? Das heißt, die haben da eine riesen Logistik in der Ukraine, festzustellen, sozusagen, da gibt es zum Teil, ich bin jetzt keine super Militärexpertin, aber es gibt zum Teil Schusswaffen, sage ich mal, die eigentlich der gleiche Typ sind, aber je nachdem, in welchem Land sie sind, unterschiedliche Munitionen brauchen. So. Und das kann doch nicht sein. Wir müssen es doch hinbekommen, dass wir in Europa gemeinsam solche Dinge beschaffen, gemeinsam auch hier eine Rüstungsindustrie so haben, dass wir eben nicht von anderen abhängig sind. So. Und das zu sagen, fällt mir auch immer noch ein bisschen schwer, weil ich lange an einer Welt gearbeitet habe, wo ich dachte, dass sowas nicht nötig ist. Aber wir müssen eben die Realität zur Kenntnis nehmen, dass es eben jetzt so ist und müssen da wirklich energisch werden. Und ich habe jetzt gerade ein Treffen mit meinem litauischen Kollegen gehabt und da ist das sozusagen, da wird diese Bedrohung ja noch unmittelbarer empfunden. Deswegen schicken wir jetzt auch da eine ganze Brigade hin, das wird gerade aufgebaut. Aber sozusagen, was wir jetzt machen, gerade mit der Munitionsbeschaffung für die Ukraine, ist wirklich zu wenig, zu langsam. Und da müssen wir besser werden. Dass es langsam geht, ist, glaube ich, ziemlich allen auch sichtbar geworden. Ich kann nur sagen, sozusagen aus der Sicht eines ehemaligen Landesministers weiß man, wie schnell die Wahrnehmung darüber, dass es eigentlich notwendig wäre, das europäisch zu koordinieren, in den Hintergrund tritt, wenn es um die Frage geht, ob die nächste Korvette jetzt doch auch in Kiel gebaut wird oder nicht. Das heißt also, da braucht es politische Führung, die das auch in den Blick nimmt. Hast du das Gefühl, dass gerade auch bei den Staats- und Regierungschefs an der Stelle jetzt das gemeinsame Interesse stärker in den Vordergrund tritt? Also ich meine, man sieht ja auch jemand wie Kaja Kallas, die dafür wirbt, verfängt das auch bei den größeren Mitgliedstaaten, auch unserer eigener. Also wie siehst du da den Blick auf die Führung in der Europäischen Union? Naja, ich glaube, das ist so ein bisschen, wie ich es eben schon beschrieben habe, an dem Ziel sind sich alle sozusagen einig. Das Lippenbekenntnis ist da, dass wir das mehr gemeinsam machen wollen, dass wir mehr gemeinsam beschaffen wollen, mehr gemeinsam investieren wollen. Aber jeder versteht dann halt eigentlich darunter, dass das bedeutet, dass besonders die eigene Industrie davon dann profitiert. So. Und das ist, glaube ich, so ein Grundproblem. Ja? Also ich meine, to be honest, das haben wir ja auch in der Ampel so ein bisschen. Wir sind uns alle einig, dass wir uns weniger öffentlich streiten sollen. Das heißt halt immer, dass genau der jeweils andere das jetzt mal sein lassen soll. Ne? Also so, das ist ja so ein Collective Action Problem, das ist einfach da. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir da noch mehr und bessere Strukturen. Ich glaube, es ist auch gut, dass wir da mit Frankreich auch vorangehen. Wir haben ja mehrere gemeinsame Rüstungsprojekte mit Frankreich, die FCAS und auch das Panzerprojekt. Und auch da sehen wir ja schrittweise immer wieder Schwierigkeiten, die dann mit Führung und politischem Druck dann eben sozusagen Kommunikationsschwierigkeiten zwischen den verschiedenen Unternehmen zum Beispiel dann aufgelöst werden müssen. Und das braucht es, das ist ganz klar. Und es braucht vor allen Dingen ja auch diese konkrete Umsetzung und Überprüfung, ob man die gesteckten Ziele auch wirklich dann erreicht und wie man die dann beschleunigen kann.
Die Frage, ob man sich in diesen einfachen Kernaufgaben einigen kann und gemeinsam vorangehen kann, ist ja auch deswegen wichtig, weil es eigentlich viel größere Herausforderungen mit noch viel größeren Gruppen in der Europäischen Union geben wird. Sprechen wir über die EU-Erweiterung, die ansteht. Wir wollen demnächst die Ukraine, Moldau und mittelfristig auch Georgien aufnehmen. Da stellt sich natürlich die Frage, auch diese drei Länder liegen in diesem Bogen der Instabilität, über den wir eben gesprochen haben, und haben auch durchaus in allen drei Ländern Russland als de facto Macht auf ihrem Territorium. Können diese Länder überhaupt aufgenommen werden in die Europäische Union, wenn russische Truppen in Transnistrien, dem Donbass und Abchasien stehen? Also erstmal ist es wirklich in unserem geostrategischen Interesse, diese Länder baldmöglichst aufzunehmen. Deswegen führen wir jetzt fangen jetzt an, diese Beitrittsverhandlungen zu führen. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Länder des westlichen Balkans. Die dürfen da nicht hinten runterfallen. Und wir sind jetzt dabei, ich treffe mich zum Beispiel heute Nachmittag wieder mit der stellvertretenden Premierministerin der Ukraine, Olga Stefanischnia. Wir sind da regelmäßig im Austausch über eben diese konkreten Reformschritte, die auf dem Weg dahin nötig sind, auch von Justiz, Korruptionsbekämpfung und so weiter. Und jetzt, die dringende Aufgabe für jetzt ist, dass sowohl die EU, also die Kommission, aber auch die Mitgliedstaaten diesen Ländern dabei unter die Arme greifen, diese Reformen durchzuführen, und die Länder selber auch diese Reformanstrengungen eben unternehmen. An dem Punkt stehen wir jetzt. Wenn wir das geschafft haben und wir dann immer noch dieses Problem haben mit den Gebieten, die nicht direkt kontrolliert werden, dann müssen wir dann dieses Problem lösen. Also ich bin da sehr für einen We cross the bridge when we get there Approach, weil wir das ja auch in der Vergangenheit ja auch schon gemacht haben. Ne? Ich denke da an Zypern, da war die Lösung, dass sozusagen der Beitrittsvertrag eben gilt für die Gebiete, die unter unmittelbarer staatlicher Kontrolle stehen. Keine schöne Lösung, aber ich will damit nur sagen, falls das Problem dann noch da ist, was ich hoffe, dass es nicht ist, dann gibt es auch Lösungen. Den Balkan, den Westbalkan hast du schon angesprochen. Auch da ist ja die Lage etwa in Bosnien oder dem Kosovo besonders angespannt. Gerät nicht vielleicht der Westbalkan in all diesen Diskussionen jetzt zu sehr ins Hintertreffen? Muss es nicht da auch stärker wieder in den Vordergrund rücken? Das muss es in der Tat. Deswegen machen wir da ja auch sehr viel. Wir haben ja den Berliner Prozess, wo wir uns regelmäßig mit den Staats- und Regierungschefs und auch auf Außenministerebene und Beratungsebene treffen, um vor allen Dingen das Ziel voranzutreiben, dass die Länder untereinander sich integrieren und Grenzen abbauen, um dann auch leicht den Weg in die EU leichter zu haben. Wir müssen als EU den Ländern auch ganz konkrete Angebote machen. Deswegen hat die Kommission da auch ein Wachstumspaket jetzt vorgelegt. Kommissionspräsidentin von der Leyen war jetzt gerade auch noch mal in Sarajevo. Das heißt, die politische Aufmerksamkeit ist schon da. Es gab auch kürzlich wieder einen EU-Westbalkan-Gipfel, also so. Ich fahre jetzt auch nächste Woche nach Bosnien-Herzegowina und nach Montenegro. Das Problem, was wir in der Region leider haben, ist, dass, also sind zwei. Das eine ist, dass bei manchen Ländern, ich denke da vor allem in Nordmazedonien, die EU leider den Beitrittsprozess mit Forderungen, die eigentlich mit dem Beitritt an sich nicht so viel zu tun haben, zu lange, zu sehr blockiert hat. Ja, können wir gerne auch ins Detail drauf einsteigen. Ich denke, diejenigen, die sich mit dem Land auskennen, wissen, was ich meine. Aber in den anderen Ländern in der Region, und da denke ich vor allen Dingen an Serbien, wurden leider von der Regierung, von Präsident Vucic, viel zu viele Schritte gemacht, weg von der EU. Das ist ja die Realität und das Problem. Wir haben da Bevölkerungen, die gerne in die EU wollen, die ja so sehr in die EU wollen, dass viele von ihnen ja schon sozusagen, wenn die EU nicht zu ihnen kommt, kommen sie zu uns. Wovon wir hier in Deutschland sehr profitieren, aber sozusagen idealerweise würden die Leute natürlich gerne in ihren Heimatländern bleiben, wenn sie da Perspektiven hätten. Also Vucic, gerade jetzt auch wieder Beispiel die Wahlen im Dezember in Serbien, wo ja so Sachen passiert sind, wie dass Leute mit Bussen dann aus ganz anderen Regionen an Wahllokale in Belgrad gefahren worden sind. Wahlen, die von den internationalen Wahlbeobachtern sehr deutlich kritisiert worden sind. Das ist wirklich unwürdig für ein Land, was in die EU möchte. So, und das ist, glaube ich, schon ein zentrales Problem. Und auch Bosnien-Herzegowina sehen wir, dass viel
der Beitrittsprozess sehr stark blockiert wird von verschiedenen Akteuren, vor allem aus der Republika Srpska. So, und deswegen ist, glaube ich, deswegen auch so ein bisschen fehlt so ein bisschen die Dynamik da. Und wir müssen uns als EU wirklich Mühe geben, sehr deutlich auch in der Region zu kommunizieren: Wir wollen euch. Das bedingt aber, dass eure Regierung wirklich demokratische und rechtsstaatliche Reformen machen. Eine Herausforderung, die uns überall begegnet. Lass mich dich am Ende noch eine Frage oder noch eine Frage zu dir eurem Papier stellen. Also ihr habt in dem Papier, das spricht im Grunde genommen nochmal wieder von den konzentrischen Kreisen in der Europäischen Union. Jetzt kann man das ganz unterschiedlich nennen, also verschiedene Geschwindigkeiten. Ist das jetzt ein Inner Circle, der da sozusagen drin sitzt? Aber im Grunde genommen ist klar, es gibt eine Gruppe von Staaten, die gehen voran. Es gibt dann alle Mitglieder und dann gibt es noch drumherum quasi die assoziierten Staaten und auch das Thema europäische politische Gemeinschaft. So ein bisschen stellt sich natürlich die Frage, wie ist das Verhältnis eigentlich zwischen all diesen Kreisen? Und am Ende stellt sich auch so ein bisschen die Frage, wo ist eigentlich Deutschland dabei? Ja, also in diesem Papier in der Tat, das ja von verschiedenen Expertinnen und Experten geschrieben worden ist, also ich würde mir jetzt nicht jede Zeile in dem Papier jetzt wirklich zu eigen machen wollen, da gab es in der Tat auch so einen Teil, der dann unterlegt war mit einer schönen Grafik über irgendwie konzentrische Kreise. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben hinterher selber gesagt, hätten sie geahnt, dass sich so viele Leute bei der Auswertung dieses Papiers dann darauf konzentrieren, hätten sie es wahrscheinlich anders formuliert, weil das gar nicht so sehr ihr Punkt war, dass man irgendwie über fixe Kreise nachdenken soll, sondern sie wollten eben zum Ausdruck bringen, dass wir in der Tat viele verschiedene Integrationsstufen in die EU haben, mit der europäischen politischen Gemeinschaft zum Beispiel auch, die ja nochmal einen Raum ermöglicht für informelle politische Gespräche mit Ländern, die jetzt nicht in der EU sein können, weil sie die Kriterien noch nicht erfüllen oder sein wollen, wie Großbritannien. Das ist übrigens auch, glaube ich, für heute, für die ganze Tagung ein spannender Diskussionspunkt nochmal. Wie schaffen wir es, mit Großbritannien gerade in sicherheits- und außenpolitischen Fragen vielleicht noch ein Stückchen enger zusammenzuarbeiten? Das ist, glaube ich, ein wichtiger strategischer Partner für uns, wo wir auch uns viel sozusagen überlegen sollten. Und die Europäische Politische Gemeinschaft ist eben ein Forum, wo so ein informeller Austausch gerade auch über außenpolitische und sicherheitspolitische strategische Fragen stattfinden kann. So. Ansonsten bin ich persönlich eher Fan von einer Überschrift, die würde ich mal als Flexigration beschreiben, also flexible Integration, statt irgendwelcher fixer, konzentrischer Kreise oder gar irgendwie Kerneuropa-Diskussionen. Das ist für mich eher so eine 90er-Jahre-Diskussion so ein bisschen, als wir wirklich so eine feste, als es sozusagen feste nationale Positionen gab über, ob man mehr oder weniger Integration möchte. Ich glaube, heute haben wir eher das Problem, dass wir in allen EU-Mitgliedstaaten, inklusive unserem eigenen, ja Parteien und politische Akteure haben, die weniger EU wollen oder die sogar aus der EU austreten wollen, wie die AfD. Ja. Und deswegen müssen wir, glaube ich, Lösungen finden, die darauf reagieren können, wenn solche Akteure an die Macht kommen, damit die nicht die ganze EU dann lahmlegen. Das heißt, man muss da flexibler sein und schneller, auch agiler sein und schneller reagieren auf Rechtsstaatsverstöße zum Beispiel. Und dadurch, glaube ich, kann es gelingen. Oh, das ist hier die Zeiterinnerung. Ich komme gleich zum Ende. Giorgio ist quasi die Melodie, die langsam reinkommt. Genau. Aber wichtig, aber es ist trotzdem, also ein mir zumindest wichtiger Punkt, dass wir eben sozusagen an das Thema rangehen mit einer Offenheit dafür zu sagen, wenn sich eine Gruppe von Staaten findet, die mehr voranschreiten will, zum Beispiel auch bei Rüstungsbeschaffung, bei Verteidigung in der Außen- und Sicherheitspolitik, haben wir zum Beispiel jetzt gerade auch gesehen bei der Mission im Roten Meer, da hat ja Spanien sich konstruktiv enthalten und dadurch den anderen Mitgliedstaaten ermöglicht, das eben zu machen, so. Und das sind sozusagen so flexible Modelle, die ich mir vorstellen würde. Ich halte nichts davon, jetzt zu sagen, wir müssen jetzt eine feste Kerngruppe, die irgendwie das und das für immer mehr macht, sondern aus gutem Grund ist ja bei der verstärkten Zusammenarbeit zum Beispiel auch festgeschrieben, dass es allen offen stehen muss. Und wir wollen natürlich als Deutschland, um auf deine Frage zu antworten, da immer bei denen mit dabei sein, die nach gemeinsamen europäischen Lösungen sucht und die möglichst viele europäische Länder für möglichst viele politische Ziele und dann auch die Schaffung von Sicherheit und Stabilität in Europa eben zusammenbringt. Anna, vielen Dank. Wir wünschen dir viel Erfolg.
und nehmen, glaube ich, auch zahlreiche Punkte jetzt mit in die weitere Diskussion. Zurück an Giorgio. Vielen Dank. Vielen Dank, Anna Lührmann, und vielen Dank, Jan. Bevor wir jetzt etwas tiefer in die Diskussion einsteigen, würde ich gerne Sie als Publikum mitnehmen und mit Ihnen eine kleine Online-Umfrage machen. Sie haben die Möglichkeit, an dieser Umfrage hier im Saal teilzunehmen, ebenso, wenn Sie zu Hause sind. Dazu bitte ich Sie, erstmal in Ihr Smartphone, entweder wenn Sie es schaffen, diesen QR-Code zu scannen, ich glaube nicht, dass das geht, wenn es geht, sehr gut, ansonsten, wenn wir die Zu-Fuß-Version nehmen, können Sie einfach menti.com eingeben und dann drunter diesen Code. Und dann werden Sie eine Reihe von Fragen sehen, die Sie vielleicht erstmal irritieren, aber auf die ich die Diskussion aufbauen möchte. So, ich glaube, die erste Frage ist ein Thema, das bereits angesprochen worden ist. Sind Sie damit einverstanden mit dem langfristigen Ziel einer europäischen Armee oder einer EU-Armee? Ja oder nein? Bitte stimmen Sie ab. Und ich lasse es jetzt ein bisschen laufen, um ein bisschen einen Trend zu sehen, der sehr klar erkennbar ist. Und das ist klar, dass der Trend geht in Richtung, dass die Mehrheit sagt, als langfristiges Ziel ist das Ziel einer europäischen Armee durchaus wünschenswert. Danke. Dann schauen wir uns die nächste Frage an. Die hat es sehr in sich, nämlich braucht die EU eine eigene nukleare Abschreckung? Ich habe hier drei Optionen gegeben, nämlich ja, die EU braucht seine eigene nukleare Abschreckung, nein, sie braucht keine, oder die dritte, es hängt davon ab, Klammer auf, Trump, Klammer zu. Und der Trend ist erstmal hier sehr interessant, dass ungefähr, mein Eindruck ist, ein Drittel sagt ja, ein Drittel sagt nein, ein Drittel sagt, es hängt davon ab. Das ist, finde ich, eine solche Frage in einer grünen Stiftung, ist das ein bemerkenswertes Ergebnis und das werden wir dann auch ein bisschen vertiefen. Nächste Frage ist, sollen wir die Frage der nuklearen Abschreckung in der EU überhaupt diskutieren? Ist es sinnvoll, diese Debatte zu führen? Und hier, ja, auf jeden Fall, ist vorne, ich habe hier gerade gehört, natürlich, es ist nicht etwas, was mir nur zufliegt. Also ich höre auch andere Stimmen, deshalb finde ich es interessant, dass zumindest hier die meisten sagen, es ist eine Debatte, die wir auf jeden Fall auch führen müssen, auch wenn sie sicherlich für alle Grüne nicht einfach ist. Nein, unter keinen Umständen sagen 6 und 10 sagt nur, wenn der amerikanische Nuklearschirm, über den wir sprechen werden, nicht mehr, sagen wir mal, zuverlässig ist. Okay, eindeutiger Trend. Jetzt kommt eine Frage, da lassen Sie sich gerne ein bisschen Zeit, weil da sind die Antworten relativ lange. Nämlich da ist die Frage, wenn Sie an eine grüne europäische Verteidigungspolitik denken, was fällt Ihnen als erstes ein? Was sollten Prioritäten sein? Und da haben wir eben als Optionen A, es sollte postnational und europäisch sein, also sowas wie die EU-Armee. B, es sollte die strategische Autonomie Europas befördern, das heißt, es gibt nicht nur USA und China, sondern auch Europa als ein Player dazwischen. C, Priorität sollte sein, verletzliche Staaten gegen Aggression zu verteidigen. Und das Letzte ist, es sollte an einen Kern des Friedensprojektes Europas und vielleicht auch der grünen Identität anschließen, nämlich es sollte Abrüstung und friedliche Konfliktresolution voranbringen. Das Rennen macht, was mich sehr erstaunt, die sogenannte europäische strategische Souveränität. Ansonsten sind wir mit allen Punkten gleich auf und ich antizipiere jetzt schon, Sergej, dass ich dir hier die eine oder andere Frage
stellen werde. Aber man sieht eben auch diese grüne Balken, die Abrüstung und friedliche Konfliktresolution, der wächst. So, vielen Dank erstmal für Ihre Antworten. Jetzt habe ich so ein bisschen das Feld vorbereitet und das möchte ich jetzt gerne mit meinen Gästen diskutieren. Und ich bitte Sergej Lagodinsky auf die Bühne, ich bitte Lukas Kulessa auf die Bühne und ich bitte Ulrike Franke auch auf die Bühne. Sie ist live zugeschaltet aus Paris. Bitte seid nicht schüchtern, Sergej und Lukas, und kommt. Und wir werden diese Diskussion zweisprachig führen. Also Lukas und Ulrike werden in Englisch antworten. Sergej, du sprichst Deutsch. Wer hier Übersetzungshilfe braucht, drüben gibt es die entsprechenden Headphones. Vielleicht so eine grundsätzliche Bemerkung jetzt, wenn Sie irritiert sind über die Fragen. Wir erlauben uns für diese Session den Luxus, einige Grundsatzfragen zu stellen, die vielleicht ein bisschen auch von der Tagespolitik enthoben sind. Wir haben keine EU-Armee, wir haben keine Eurobombe, aber wir leisten uns den Luxus, hier drüber nachzudenken. Wir werden in den folgenden Sessions auch etwas näher an tagespolitischen Fragen sein, nämlich was passiert, wenn Trump gewinnt und so weiter. Das kommt noch, aber heute erlauben wir uns einfach einige dieser Grundsatzfragen. Und ich möchte mit dir, Ulrike, beginnen, zum Thema EU-Armee zu sprechen. Du hast auf unserer Webseite einen Artikel geschrieben und hast gesagt, die Diskussion über eine europäische Armee ist nicht hilfreich in diesem Moment. Und meine Frage ist, warum ist die Diskussion nicht hilfreich? Und dann hast du eben auch noch einige so operative Probleme aufgezeigt, falls man das umsetzen möchte. Ulrike Franke aus Paris, danke, dass du dabei bist. Ich weiß, du wolltest hier auf dem Podium sein und unsere bereits prekäre Gender Balance etwas aufbessern. Du hast jetzt leider durch den Streik am Flughafen es nicht geschafft, aber umso dankbarer sind wir dir, dass du von Paris dazugeschaltet bist. Bitte, Ulrike Franke vom European Center for European Council on Foreign Relations in Paris. Und du antwortest in Englisch. Yes, thanks so much for having me. Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Also zuerst einmal, ich spreche Englisch, weil ich denke, dass dadurch weniger Personen eine Verdolmetschung benötigen. Es tut mir leid, dass ich nicht persönlich da sein kann. Also ich wollte eigentlich kommen, aber ich hätte dann gestern schon anreisen müssen wegen des Streiks und zwar ganz kurzfristig, aber ich freue mich, dass es jetzt so geklappt hat. Also zwei Sätze zur europäischen Armee. Ich denke, dass das ziemlich schwierig ist, insbesondere hier bei den Grünen, denn ich bin sozusagen bekannt geworden als die Neinsagerin zur EU-Armee. Aber ich möchte eine Sache klarstellen. Also ich habe überhaupt nichts gegen eine langfristige Vision und dagegen, dass man große Ideen für Europa und die Europäische Union entwickelt für die Zukunft. Ich denke, genau das benötigen wir. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, dass wir dass gegenwärtig alles perfekt ist und dass wir deshalb keine langfristigen Visionen brauchen. Nein. Also es gibt einen ganz spezifischen Bereich, wo eine EU-Armee Sinn ergibt. Und die Frage ist, wer das dann sagt, ob sie die Vereinigten Staaten von Europa aufbauen wollen. Also wenn jetzt jemand zu mir sagt, naja, wir wollen die Vereinigten Staaten von Europa und eine EU-Armee, naja, dann macht das, würde ich sagen. Das Problem, das ich aber sehe, ist heutzutage und auch schon in den vergangenen Jahrzehnten, aber insbesondere in den vergangenen Jahren, dass wir immer wieder eine Diskussion über die EU-Armee führen, ohne diesen ersten Schritt zu gehen. Also man tut so, als wäre das etwas, das man schnell machen kann. Die Leute kommen zu mir und sagen, naja, es macht ja überhaupt gar keinen Sinn, hier 27 verschiedene Armeen in der EU zu haben. Wir sollten sie zusammenlegen. Wäre das jetzt nicht viel effizienter? Und ich glaube, dass diese Diskussion nicht hilfreich ist und dass sie tatsächlich von den Diskussionen ablenkt, die wir haben sollten. Und ich versuche das in kurz zusammenzufassen, aber vielleicht habe ich jetzt ein paar Minuten, um das zu erklären. Also wenn wir über die europäische Armee sprechen, dann gibt es grundsätzlich zwei
Optionen. Zunächst einmal sagen Menschen, okay, wir sollten hier die Armeen der 27 Mitgliedstaaten zusammenbringen, dann also die Bundeswehr auflösen, die französischen Streitkräfte auflösen und das Ganze zu einer EU-Armee machen. Und eine andere Variante wäre, dass man nicht von allen 27 die Armee auflöst, sondern von allen, die das möchten. Also beispielsweise von 10 oder 15 Ländern. Das wäre die erste Option. Die zweite Option ist, dass wir eine 28. Armee haben, dass also alles so bleibt, wie ist, aber wir EU-Streitkräfte als 28. Streitkräfte dann gründen. Was ist jetzt das Problem mit diesen beiden Vorgehensweisen? Also die erste Option, wenn man sich das anschaut auf den ersten Blick, scheint es so zu sein, dass das großartig ist und dass man dadurch viel effizienter werden wird. Also gegenwärtig gibt es 27 verschiedene Armeen, 27 Beschaffungswesen, häufig auch 27 unterschiedliche Arten von Ausrüstung, von Panzern, Flugzeugen und so weiter. Es gibt diese lange Liste von verschiedenen Systemen, die es in Europa gibt und das sieht lächerlich aus. Also wir sollten das alles zusammenlegen. Das klingt erstmal gut. Gut, aber wenn wir das machen, die Bundeswehr auflösen und alles zusammenbringen in einer europäischen Armee, wer wird dann entscheiden, wann und wo wir diese Streitkräfte einsetzen, wo wir sie hinschicken? Sagen wir mal, es passiert etwas in einem afrikanischen Land und ich nutze jetzt nationale Stereotype und dann gibt es Frankreich und 5 andere Länder, die sagen, okay, wir müssen Streitkräfte entsenden. Und das ist jetzt willkürlich ausgewählt. Portugal, Deutschland und Island sagen dann, nee, wir wollen aber nicht. Was passiert dann? Wer entscheidet dann also? Wenn das die Regierungen sind, dann sind wir in dem Falle blockiert. Ist es das Europäische Parlament oder eine andere EU-Einrichtung? Dann ist es vielleicht möglich, per Mehrheitsentscheid. Aber das ist absolut schwierig, denn die Fähigkeit, Soldatinnen und Soldaten entsenden zu können, die dann vielleicht getötet werden, verletzt werden oder auch selber zu töten und zu verletzen, das ist quasi die oberste Ebene der nationalen Souveränität. Sind wir bereit, das dem EU-Parlament zu überlassen? Und ich würde sagen, die meisten sind das nicht. Also, wie machen wir das jetzt? Also entweder per Mehrheitsentscheid, ich denke, das funktioniert nicht wirklich, das ist sehr problematisch, oder man sagt, okay, Deutschland, Portugal, Estland, das ist jetzt willkürlich ausgewählt, die sagen, wir wollen nicht teilnehmen, die dürfen das denn so entscheiden. Also wenn man das dann so macht mit einer gemeinsamen EU-Armee, dann ist es nicht mehr möglich zu sagen, okay, das sind jetzt deutsche Panzer und das sind estnische Maschinengewehre und so weiter, dann ist das alles zusammen. Also wenn man das so machen würde, dass man das einzeln herausnehmen könnte, dann bräuchte man alles doppelt und dreifach und das wäre eine Duplikation. Also um ganz klar zu sagen, ich bin jetzt nicht der Meinung, dass eine gemeinsame europäische Armee zu schwierig zu erreichen ist. Beispielsweise, welche Sprache würden sie sprechen? Wo würde sie stationiert sein? Wie würden wir über die Beschaffung entscheiden und so weiter? Also das alles sind natürlich gute Gründe, warum das nicht passiert. Aber das ist nicht das, mein Argument. Mein Argument ist, dass ich nicht glaube, dass es wünschenswert wäre. Wir würden quasi ein fundamentales, souveränes, nationales Recht wegnehmen und etwas schaffen, das sich noch nicht richtig anfühlt, bevor wir nicht auch die Vereinigten Staaten Europas haben. Also jetzt zur zweiten Option, da sehe ich ähnliche Probleme, da bin ich jetzt schneller. Also das wäre die 28. Armee. Das ist etwas, was insbesondere auch von den Sozialdemokraten in Deutschland, aber auch anderen vorgebracht wird. Die Idee ist also, okay, wir behalten die 27 verschiedenen Armeen in der EU und haben dann quasi eine Art Sondereingreiftruppe der EU. Und meine sofortige Reaktion darauf war, okay, wo soll das Geld jetzt herkommen? Denn gegenwärtig ist es so, dass in ganz Europa und in der ganzen westlichen Welt Probleme bestehen bei der Finanzierung der Streitkräfte und auch dabei Soldatinnen und Soldaten zu finden für die Streitkräfte. Also wir könnten kaum einfach eine einfache 28. Armee schaffen. Da geht es um Geld und da geht es um Personal. Das ist meines Erachtens nicht so leicht zu erreichen. Aber dennoch bleibt auch das Problem, wer entscheidet darüber, wo und wann sie entsandt werden? Per Mehrheitsentscheid, Einstimmigkeit, sodass wir immer blockiert sind? Oder wie wollen wir das machen? Also hier sehe ich wirklich keinen Weg raus aus diesem Problem. Und wir haben ja eine Art europäische Armee, Kampfgruppen, die wir nie eingesetzt haben, weil wir uns dann nie einigen konnten. Natürlich gibt es dann noch viele andere Probleme bei den Kampfgruppen, aber das zeigt bereits schon, was für Probleme wir da haben.
Abschließend möchte ich sagen, und ich möchte natürlich jetzt nicht die Person sein, die sagt, das sind alles blöde Ideen und das geht alles nicht, das wäre der falsche Ansatz, sondern ich denke, es gibt Dinge, die wir tun können und die getan werden sollten. Also die Frage beispielsweise, wie die Europäische Union in der Zukunft aussehen sollte, und ich würde sagen, ich glaube, dass wir nicht nur angesichts einer möglichen Trump-Präsidentschaft mehr Autonomie brauchen. Es sind im Moment immer noch die Vereinigten Staaten, die unsere Sicherheit garantieren. Also die Amerikanerinnen und Amerikaner garantieren quasi die Sicherheit von 500 Millionen Europäern. Das ergibt keinen Sinn. Das heißt, wir müssen eigene Kapazitäten aufbauen. Was sollten wir hier aber tun? Zunächst einmal Punkt 1, und es tut mir leid, dass ich das sagen muss in einer grünen Stiftung. Wir müssen mehr in die militärischen Fähigkeiten investieren, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Das wird bis zu einem gewissen Grad bereits gemacht, aber das ist wirklich sehr wichtig und das muss langfristig getan werden. Was aber noch wichtig ist auf europäischer Ebene, wir brauchen mehr gemeinsame Beschaffung beispielsweise. Und ich meine jetzt nicht nur diese sehr großen, sehr schwierigen, sehr komplexen Projekte wie beispielsweise ein FCAS, das gemeinsame Luftkampfsystem, gemeinsame Kampfpanzer und so weiter. Also das ist sehr langfristig und sehr schwierig, sondern auch, dass man gemeinsam die Beschaffung durchführt, um die gleichen Systeme zu haben in verschiedenen Ländern. Das ist etwas, was wir absolut verstärkt tun müssen. Wir müssen unsere Industrie konsolidieren. Im Kontext des Kriegs in der Ukraine haben wir gesehen, dass unsere Industrie einfach nicht dem Problem gewachsen ist. Wir brauchen mehr Rüstungsindustrie und wir müssen das Ganze auf europäischer Ebene konsolidieren, ohne Frage. Und vielleicht haben wir auch noch Zeit, über die Rolle der Ukraine zu sprechen, die Ukraine vielleicht in der Zukunft in diesem Unterfangen spielen kann, denn die ukrainische Verteidigungsindustrie, dadurch, dass sie in diese Rolle gedrängt worden sind durch Russland, ist wirklich gewachsen und ist sehr gut geworden inzwischen in den vergangenen 2 Jahren. Also wir brauchen gemeinsame Trainings, wir brauchen Interoperabilität. Also wir brauchen das alles, aber mein Argument ist, wir müssen das jetzt tun und Gespräche zu führen über eine mögliche zukünftige europäische Armee, ergeben meines Erachtens jetzt noch keinen Sinn oder sind so langfristige Projekte, dass sie eben nach den Vereinigten Staaten von Europa kommen. Und ich hoffe, dass zu der Zeit, also dass uns das nicht ablenkt von dem, worüber wir eigentlich sprechen sollten. Also die Europäische Union, Entschuldigung, die Europäische Armee ist jetzt nicht das, worüber wir uns jetzt so intensiv austauschen sollten. Ich würde jetzt, Sergej, dich jetzt kurz ins Gespräch bringen, weil wenn ich kurz das zusammenfasse, was Ulrike gesagt hat, sie sagt, es ist eine charmante Idee vielleicht, diese europäische Armee. Sie passt ja auch gut zum grünen Wertekanon und wir wollen europäisch sein, wir wollen postnational sein. Aber es gibt jenseits auch der vielen kleinen operativen Probleme, wenn ich Ulrike richtig verstanden habe, dieses Grundsatzproblem, nämlich dass die EU-Mitgliedstaaten ihre nationale Sicherheit nicht voll und ganz an Brüssel delegieren wollen. Gleichzeitig haben wir jetzt hier bei der Umfrage gesehen, davor, dass doch die meisten dieser Idee einer europäischen Armee etwas abgewinnen können. Frage jetzt an den Politiker, wie stehst du zu dieser Idee, einer Vision einer europäischen Armee? Ist es für dich ein Thema, wo du sagst, ich möchte daran zumindest als langfristige Vision weiterarbeiten? Oder sagst du, ich bin bei Ulrike Franke, die Tagespolitik übertrumpft jetzt erstmal diese etwas akademische Debatte, die wir uns hier leisten. Und deshalb lassen wir das jemanden, was ich in den Zeitungsblättern schreiben. Aber ich selber bin erstmal in einem anderen Modus unterwegs. Ja, vielen Dank. In erster Linie finde ich es interessant, dass wir so viel Zeit darauf verschwenden, ob wir Zeit darauf verschwenden sollen, über irgendetwas zu diskutieren. Ich trage diese Vision einer europäischen Armee in meinem Herzen. Wir tragen es zum Teil auch in unseren Wahlprogrammen und in unseren Visionspapieren. Und ich finde, das widerspricht nicht dem, was gesagt wurde, dass wir trotzdem mittelfristig und auch kurzfristig mit ganz anderen Problemen zu kämpfen haben. Aber wenn wir jetzt grundsätzlich auf das große Ganze schauen, dann werden wir eigentlich das sehen, was Ulrike auch in dem Aufsatz geschrieben hat.
Wir werden in dieser globalisierten und ja zunehmend multipolaren Welt, das ist eine Zustandsbeschreibung und nicht eine Wunschvorstellung, wie es im Kreml formuliert wird, in dieser multipolaren Welt werden wir nur dann bestehen, wenn wir Sachen poolen, wenn wir nicht einzelstaatlich und nationalstaatlich versuchen, uns durchzukämpfen, sondern eben als Europäische Union. Und das ist das, was Menschen, ob hier im Saal oder auf der Straße, in den kommenden Monaten verstehen müssen. Wir werden mit AfD-Vorstellungen oder mit Sarah Wagenknecht-Vorstellungen nicht weit kommen in dieser Welt, in der wir leben. Und irgendwann in dieser Welt wird es darum gehen, dass wir eben ein föderales Europa haben müssen. Nicht in den kommenden 10 Jahren, vielleicht nicht in den kommenden 20 Jahren, aber grundsätzlich, also die Kollegin sagt vielleicht doch. Und dann ist natürlich die Frage, was machen wir dann im Bereich Sicherheitspolitik? Und das können wir doch nicht ausblenden und sagen, nur weil diese Vision jetzt uns irgendwie ablenkt vom Tagesgeschäft, dürfen wir das nicht diskutieren. Also ich finde, dass das eine Option ist für die Zukunft. Auf diese Option sollen wir uns vorbereiten. Und ja, wenn wir föderalistisch denken, auf diese Option sollten wir uns auch langfristig einstellen. Aber dabei sollen wir nicht vergessen, dass heute und morgen wir ganz andere Sorgen und Prioritäten haben, die aber langfristig schon in die Richtung zeigen. Wenn es um Pooling geht, wenn es um Harmonisierung der Standards bei der Munition geht, wenn es um die vielen Fragen geht, um die wir ringen in Brüssel heute. Das ist doch nicht eine Nationalisierung und sozusagen Zerbröselungsrichtung, sondern eine Harmonisierung und vielleicht auch irgendwann eine Zentralisierungsrichtung ist. Ich glaube, das widerspricht einander nicht. Trotzdem würde ich sagen, sollten wir bei solchen Runden vielleicht uns auf die kurzfristigen, realen Gefahren und Gefahrenabwehr fokussieren, vor denen wir jetzt stehen. Vielen Dank. Dann wenn es um die, sagen wir mal, kurzfristigen Gefahren geht, ist es immer gut, Warschau ins Gespräch zu bringen, weil dieser Appell, den auch Ulrike gemacht hat, nämlich, dass Europa mehr in Verteidigung investiert sollte, ist, glaube ich, ist von Warschau sehr genau gehört worden. Lukas, eine Frage an dich. Polen hat ja seine Auflagen des NATO-2-Prozent-Ziels übererfüllt. Ihr seid auf 3%, ihr peilt 4% an. Ich weiß nicht, ob ihr euch das leisten könnt, aber zumindest das sind die Ambitionen. Ich glaube, ihr habt auf dem europäischen Markt jeden Panzer gekauft, den es gibt. Ihr fängt jetzt an, koreanische Panzer zu kaufen und werdet wahrscheinlich dein Land, wird die größte Landstreitmacht Europas sein und wahrscheinlich einer der wichtigsten sicherheitspolitischen Player in Europa. Was hast du jetzt, wenn du diese Debatte um eine europäische Armee hörst, wird die überhaupt geführt in Warschau oder seid ihr wirklich zu sehr in der Tagespolitik befangen und sagen, wir kaufen erstmal Panzer, wo wir sie finden und überlassen diese Debatte dann anderen, die ein bisschen entspannter sind und ein bisschen weiter im Westen? Well, first and foremost, many thanks for the. Zunächst mal möchte ich damit beginnen, mich hier für die Einladung zu bedanken. Und als politischer Analyst aus Polen bin ich natürlich nicht repräsentativ für die polnische Regierung. Ich stimme aber Ulrikes Ansatz durchaus zu. Es ist gut, eine Vision zu haben, wenn man Politiker ist, wenn man vielleicht einen Punkt in die politische Arena stellen möchte. Aber wir müssen uns natürlich auch die Situation vor Augen führen, die herausfordernd ist, die schwierig ist. Polen hat 4,2% des Bruttosozialproduktes dieses Jahr aufgewendet für Militärausgaben. Nicht, weil wir das furchtbar gerne tun, auf Kosten anderer wichtiger Dinge, aber wir sehen, dass die Sicherheitsumgebung in unserem Bereich von Europa sich rapide verschlechtert. Wir sehen unseren großen Nachbarn, der angegriffen wird, sehr aggressiv, und wir sehen leider auch keine Perspektive, dass sich die Situation verbessern wird.
leider weder auf diplomatischem Ebene noch Friedensinitiativen. Wir sind da, wo wir mit Russland sind. Und leider ist das für die nächsten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte vorauszusehen, dass Abschreckung und Zurückschreckung von Russland die Priorität sein muss und sich gleichzeitig darauf vorzubereiten, dass wir uns verteidigen, dass wir uns in Europa verteidigen, und zwar erfolgreich. Und deswegen bin ich sehr dafür, dass wir uns auf die kurzfristigere Perspektive konzentrieren. Selbst auf europäischer Union hat Ulrike ja erwähnt, es ist ja nicht so, dass wir keinen Plan haben, dass wir nicht wissen, was wir tun sollen. Die Meetings der Verteidigungsminister auf der EU-Ebene und der EU-Agentur werden eher voll. Die Agenten laufen über mit Dingen, die getan werden müssen. Gemeinsame Rüstungsbeschaffung, Umsetzung der Ukraine-Strategie, Umsetzung des strategischen Kompasses. Vielleicht ist das ein bisschen in Vergessenheit geraten. Wir haben bereits einen Plan für die EU, für die Verteidigungs- und Sicherheitspolitik aufgelegt. Und der zielt darauf, unsere Verteidigungsindustrie zu stärken. Wir haben alle zugestimmt, das sollte passieren, das sollte effektiv sein. Aber wenn man dann in die Details geht, dann gibt es schon interessante und herausfordernde Fragen, auf die man da stößt. Wenn man beispielsweise von 10 verschiedenen Arten einer Waffe zu nur 2 kommen wird, was passiert dann mit den Herstellern der anderen 8? Müssen die dann aufgenommen werden von den großen Unternehmen oder wie geht das? Also das sind die Art von Fragen, denen wir dann gegenüberstehen. Trotzdem ist die Perspektive dadurch klar. Wir haben nicht die NATO diskutiert bisher. Die NATO ist nicht verschwunden, sondern sie wird auch gestärkt in ihrer Verteidigungsfähigkeit und ihrem Willen, das zu tun. Und wir haben die Agenda bereits vorgedacht. Und es stellt sich mir immer die Frage, zu welchem Ausmaß diese langfristige Perspektive eben jetzt sich auf in den speziellen Aufgaben spiegelt, die wir hier schon vor uns haben, konkret. Ich möchte da noch ein bisschen weitermachen mit einem Zitat von Joschka Fischer, das ich vor einer Woche in der Augsburger Allgemeinen gelesen habe. Zitat: Wir müssen verstärkt aufrüsten. Ich hätte es mir im Leben nicht träumen lassen, dass ich mit 75 einmal einen solchen Satz sage. Aber die Welt hat sich geändert. Was man aus diesem Satz hört, ist ein Gefühl der Dringlichkeit. Und Anna Lührmann hat das ja schon angedeutet, dass sie gesagt hat, dieses Gefühl der Dringlichkeit, dass Europa irgendwie auf eine Art und Weise bedroht ist, wie es in den letzten Jahrzehnten so nicht der Fall war, ist dieses Gefühl überall in Europa durchgedrungen. Frage an Ulrike Franke, European Council on Foreign Relations. Ihr beobachtet ja auch den Diskurs in verschiedenen europäischen Hauptstädten. Du bist in Paris, du warst davor in London, du kennst aber auch so ein bisschen allgemein die sicherheitspolitische Diskussion in Europa. Was ist dein Gefühl von diesem Gefühl oder von diesem Appell der Dringlichkeit, den Joschka Fischer sagt, wird er in Paris so verstanden oder in Madrid oder in Rom? Was ist da dein Eindruck? Yeah, thanks a lot for this. Ja, vielen Dank. 2 ganz kurze Reaktionen zu dem, was gerade gesagt worden ist. Einer der Gründe, warum ich glaube, dass es durchaus wert ist, darüber zu diskutieren, ob man darüber diskutieren sollte, dass man eine europäische Armee hat, ist, glaube ich, die Gefahr, dass, weil im Moment es diese Dringlichkeit gibt, suchen die Menschen nach der goldenen Lösung, die mit einem Schuss quasi unsere Probleme löst. Ich glaube, da die Diskussion über die Wehrpflicht in Deutschland spielt da rein und diese nukleare Abschreckung. Also es ist immer die Hoffnung, dass wir eine Frage, eine Antwort finden, mit der wir alles beantworten können. Aber ich glaube, so leicht wird es nicht sein.
auf. Trotzdem kommt es eben immer wieder hoch. Das ist das eine. Das andere, zu dem, was Lukas gesagt hat, ich glaube, der Punkt bei der EU ist, und ich hätte das vielleicht am Anfang schon sagen sollen, die EU macht bereits viel. Und ganz ehrlich, wenn jemand die Verteidigung beobachtet, das ist schon sehr beeindruckend, was die EU gemacht hat und was hier passiert mit den ganzen verschiedenen Programmen und Akronymen, die wir haben. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr viel. Die Frage ist, reicht es aus? Wir machen viel mehr als vorher. Wenn es nicht reicht, dann ist es nichts wert. Und ja, die NATO und vielleicht noch einen Satz dazu. Die NATO, das Konzept der NATO, das wir gar nicht so sehr diskutieren, ist vielleicht das, was der europäischen Armee schon am nächsten kommt, weil dieser europäische NATO-Rahmen hat bereits eine Basis, wo andere Staaten aus Europa ihre Militärkapazitäten einbringen können. Zum Thema Dringlichkeit und der Wahrnehmung. Ich schaue mir das immer wieder an und insbesondere in Deutschland. Und da finde ich es sehr interessant zu beobachten, dass ich jetzt den Eindruck habe von dem, was ich jetzt hier wahrnehme, wenn ich in Berlin bin, haben wir so das Gefühl, in den Sicherheitskreisen in Deutschland eine Art Frustration, Müdigkeit, in dem Sinne, dass es sich so ein bisschen hört am 24. Februar und am 27. Zur Olaf Scholz zweiten Wende-Rede. Haben wir schon das Gefühl, ja, es ist etwas passiert, es hat sich was verändert. Das haben wir jetzt nach verschiedenen längeren Jahren endlich begriffen, dass dieser normale Frieden, den wir lange Zeit genossen haben, in dem wir, als meine Generation aufgewachsen sind, vorbei ist und dass sich die Zeiten da geändert haben. Ja, ich habe genau diesen Eindruck gewonnen am Anfang der russischen Invasion, aber irgendwie geht es irgendwie trotzdem langsam und es scheint dieses Gefühl der Dringlichkeit gar nicht zu gehen und das sehe ich auch in anderen Ländern. Es ist ein bisschen unterschiedlich. Natürlich haben wir einmal, je weiter wir nach Osten kommen, die Länder, die jetzt gar nicht erst die Invasion in Russland sehen, von Russland sehen mussten, um diese Dringlichkeit wahrzunehmen. Sie kannten das Risiko, aber das ist natürlich denen jetzt noch mal viel deutlicher vor Augen geführt worden. Polen haben wir gerade gehört, 4% Bruttosozialprodukt, ob sich das leisten können oder nicht, ist eine andere Frage. Aber ein europäisches Land, die mehr tun als vorher. Schweden, Finnland, die ihre Position dramatisch geändert haben, wegen dieser Dringlichkeit. Wir haben die größeren Länder, Frankreich und England, Großbritannien. Ein gewisser Dringlichkeits, die da wahrgenommen wird, aber ein bisschen wie in Deutschland. Es ist nicht ganz so einfach, die Dinge dramatisch zu verändern, insbesondere weil hier natürlich große Summen betroffen sind, wo das Geld woanders fehlt. Also da geht es doch etwas mit weniger Antrieb voran. Und um es zusammenzufassen in einem Satz, ich glaube politisch und in den meisten Gesellschaften übrigens auch, gibt es die Erkenntnis, dass die Dinge sich geändert haben und möglicherweise nicht wieder zurückzudrehen sind in das alte Normal. Dieses Gefühl muss aber politisch begleitet werden, um irgendwo hinzuführen. Und in den meisten oder vielen Ländern, uns insbesondere in meinem Land Deutschland, haben sich die Dinge einfach nur zu sehr verlangsamt. Und diese Dringlichkeit hat sich nicht in Handlungen übersetzt. Und das ist, glaube ich, das Problem. Ich würde dich, Sergej, fragen, ob du diese Beobachtung teilst, als jemand, der in Brüssel lebt und auch ein bisschen, ich sage das jetzt nicht despektierlich, die Brüssel-Bubble kennt. Also ist es, Ulrike sagt, in Deutschland hat die Zeitenwende ein kurzes Erschrecken ausgelöst, aber es ist dann wieder zum bisschen zum gemütlichen Business as usual zurückgekehrt. Ist in Brüssel, in den Kreisen zumindest, in denen du umgehst, vielleicht auch bei den europäischen Grünen, dieses Gefühl der Dringlichkeit, dass wir verteidigungspolitisch mehr machen müssen, da oder ist es auch verpufft und wir sind so ein bisschen da, wo wir jetzt vielleicht in Deutschland oder Frankreich sind?
Ich glaube nicht, dass es in Brüssel verpufft ist, aber in Brüssel sind die Zuständigkeiten für viele dieser Fragen einfach nicht vorhanden. Die Kompetenz ist nicht da, also Kompetenz im Sinne der Zuständigkeit, hoffentlich im anderen Sinne schon. Aber weil in Brüssel eben nicht nur Menschen aus Deutschland sitzen oder Menschen aus Westeuropa, sondern eben unsere osteuropäischen und mitteleuropäischen Partnerinnen und Partner da sind, hatten wir immer schon diesen Sinn der Dringlichkeit. Und ich erinnere mich auch schon früher, als es um Nord Stream 2 ging, waren wir auch die deutschen Politikerinnen und Politiker in Brüssel viel weiter als vielleicht einige der Kolleginnen und Kollegen, die in Berlin waren, auch weil wir immer diesen Austausch haben und auch zusammenarbeiten. Die Frage, die Ulrike aber aufgeworfen hat, ist in der Tat, wir müssen schon das anerkennen, dass wir auch als deutsche Gesellschaft und auch als Europäische Union sehr viel uns verändert haben seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Es wurde auch viel gemacht, also die Akronyme, die auch benutzt worden sind, ob es ASAP ist oder Defense Fund und viele andere Sachen. Ukraine Facility wird jetzt gerade auch verhandelt. Auch da ist die Frage, was ist davon sozusagen nur für zivile Zwecke, was nicht. Viele dieser Fragen wären nicht vorstellbar gewesen früher, aber wir sind in der Tat in einer Welt, die messy ist, wo die Entwicklungen sich viel schneller entwickeln als zwei Sachen. Erstens als unsere mentale Umstellung. Ich glaube, dass die mentale Umstellung auch bei uns in Deutschland, auch bei uns in der Partei, muss man sagen, vielleicht sind die Grünen da eigentlich viel weiter als viele anderen. Wenn ich manche Umfragen sehe, wie die Grünen Anhängerinnen, Anhänger sich positionieren, das finde ich interessant, dass dort viel mehr Sinn für oder Sinn für Dringlichkeit der Veränderungen da sind. Wir können ein extra Panel darüber machen, womit es zusammenhängt. Vielleicht auch mit dem grünen Postulat, dass wir grundsätzlich viel mehr offen für Transformationen sein müssen und uns auch der Wirklichkeit der Veränderungen da draußen in der Welt, ob es im Klimabereich ist oder eben im sicherheitspolitischen Bereich ist, offen sein müssen. Aber wenn ich darüber hinaus schaue, wenn ich auch in Ostdeutschland mit Menschen rede, da gibt es ganz andere Ansichten und Wahrnehmungen, und das bremst natürlich auch unsere politische Diskussion ab. Gerade vor den Wahlen, das merken wir. Und natürlich gibt es da auch eine Gegenreaktion, wie so eine Bully-verteidigungspolitische Einstellung, wie von der Kollegin von der FDP, die jetzt plötzlich sozusagen eine Generalin von Brüssel werden möchte, und wo alles nur auf eine sehr einseitige verteidigungspolitische Sicherheitsvision konzentriert wird. Ich glaube, dass wir beides schaffen müssen. Wir müssen auch anerkennen, dass Sicherheit als Begriff und als Konzept viel komplexer auch geworden ist, weil die Welt komplexer geworden ist. Und da müssen wir auch darüber reden, dass es eben nicht nur um konventionelle Waffen geht, aber auch nicht nur um das andere. Ja, das andere, was wir, den Namen, den wir hier nicht aussprechen wollen. Doch, es kommt noch. Und wollen. Sergej, freu dich drauf. Ja, aber eben auch nicht nur um Waffen, sondern zum Beispiel um hybride Risiken, um Informationskriege. Denn ich wage jetzt eine Vorhersage zu machen, wenn wir tatsächlich nur 5 Jahre haben, manche sagen 2, bis wir mit einer Gefahr seitens der Russischen Föderation konfrontiert werden. Ich glaube, ich bilde mir ein, dass diese Gefahr, dieser Angriff oder was auch immer das sein wird, nicht einfach konventionell sein wird, sondern hybrid sein wird. Das wird eine hybride Provokation werden, die, sagen wir, in Narva, in Estland, ich will jetzt ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber wir haben genug Pockets an den Grenzen zu der Russischen Föderation oder zu dem Einflussbereich, wo man sozusagen einen Konflikt
provozieren kann, ohne eigentlich in einen offenen Konflikt einzutreten. Und das ist die Fähigkeit, die Abwehrfähigkeit, die wir stärken müssen. Mhm. Und ich fange nicht mal an mit digitalen Fragen. Ja, wir haben gerade jetzt ein KI-Gesetz verhandelt und verteidigt, auch hier in Berlin. Ich freue mich sehr, ich war einer der Verhandler. Der Punkt ist, dass dieses Gesetz eigentlich zum Beispiel KI im militärischen Bereich gar nicht behandelt, weil uns da auch Zuständigkeiten fehlen und weil die Mitgliedstaaten das nicht wollten. Aber das ist ein Bereich, in den wir auf jeden Fall reingehen sollen. Das sehen wir jetzt im Gaza-Krieg, dass diese digitale Dimension längst eine Realität ist, die wir aber vielleicht in bestimmten Fachkreisen, aber nicht in einer breiten sicherheitspolitischen Diskussion haben. Also kurzum, wir machen zu wenig, sowohl mental als auch strategisch. Ich sehe keine Führung, auch in Berlin nicht in diesem Bereich. Solchen Wandel, solche Transformation kriegt man nicht einfach durch mehr Geld. Mhm. Sondern es muss klare Ansagen und Priorisierung geben, und diese Priorisierung kann nicht von einem Verteidigungsminister gemacht werden, sondern das muss von der Spitze der Bundesregierung kommen. Und das ist etwas, was ich seit der Zeitenwende-Rede nicht sehe. Und das mobilisiert die Gesellschaft nicht in diese Richtung. Das ist das, was fehlt. Das ist das, was wir brauchen. Okay. Bevor ich die Diskussion eröffne, möchte ich noch ein großes Thema ansprechen, das ich auch in der Online-Umfrage mit Ihnen angesprochen habe, nämlich die Nuklearfrage. Und ich hatte die Frage gestellt, braucht die EU eine unabhängige Nuklearabschreckung? Warum habe ich die Frage gestellt? Weil Joschka Fischer, dessen Interview ich gelesen habe, gesagt hat, die EU braucht eine unabhängige, eigene nukleare Abschreckung. Warum sagt er das? Und jetzt komme ich zu dir, Lukas. Er sagt das, weil es scheinbar Zweifel gibt an dem existierenden amerikanischen Atomschirm, unter dem wir und auch Polen und alle NATO-Länder seit einigen Jahrzehnten stehen. Ihr habt jüngst, dein Institut, Lukas, eine Studie veröffentlicht, wo ihr gesagt habt, der amerikanische Atomschirm muss modernisiert werden. Er muss... er ist vielleicht so nicht mehr glaubwürdig. Und deshalb, bevor wir in diese Debatte einsteigen, ob die EU was machen soll, erstmal meine Frage, wie ist es eigentlich um unseren NATO-amerikanischen Atomschirm in Europa bestellt? Ist er noch glaubwürdig? Funktioniert er noch? Und wie siehst du die nächsten Jahre, die da auf uns zukommen? If you don't mind, I'll also... Also ich würde auch gerne später das Thema der Eurobombe ansprechen. Ein kurzer Kommentar noch zur Diskussion hier in Deutschland. Und natürlich bin ich jetzt kein deutschsprachiger Redner. Das heißt, ich bekomme immer nur kleine Ausschnitte aus der Diskussion mit. Aber ich bin immer wieder erstaunt, warum kommt das immer wieder zu den Dingen zurück, die ja bereits schon festgelegt sind mit Bezug auf die deutsche Ausrichtung im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Also warum gibt es noch eine Frage oder wieder eine Frage zur Dringlichkeit? Die Dinge haben sich ja nicht gegenüber 2022 geändert. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine läuft weiter. Wir haben neue Konfliktherde in anderen Teilen unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Und es gibt diese hybride, / graue Operationszone bzw. Bedrohung, die, also wir haben ja das bereits gesehen, das russische Regime, das belarussische Regime, aber auch andere wie beispielsweise die Chinesen nutzen Teile dieser Aspekte, wenn es um Desinformation geht, wenn es darum geht, die Art und Weise, wie unsere Demokratien funktionieren, zu beeinflussen. Also es ist ja nicht so, dass die Dinge besser geworden wären und dass wir jetzt unsere Prioritäten neu formulieren können, sondern wir sind da, wo wir sind, wir stehen da, wo wir stehen, und die Frage der Dringlichkeit, denke ich, also wenn man jetzt die Argumente gegenüber der Bevölkerung vorbringt, dann kann die Bevölkerung auch eine
informierte, fundierte Entscheidung diesbezüglich treffen. Und wenn die Zeitenwende, ja, ist die Zeitenwende zu langsam? Ich würde sagen, ja. Also, was jetzt die Umsetzung angeht, scheint es so zu sein, dass einige Dinge, wie beispielsweise die Modernisierung der deutschen Streitkräfte, tatsächlich schneller ablaufen könnte und mit größerer Dringlichkeit verfolgt werden könnte. Aber zumindest gibt es die Planung dafür. Das heißt, meines Erachtens ist das eher eine Frage der Umsetzung. Jetzt zum Thema nukleare Abschreckung. Also gegenwärtig ist es ja so, dass wir innerhalb des Rahmens der NATO es 3 atomare Entscheidungszentren gibt. Die Vereinigten Staaten, aber wir haben natürlich auch Frankreich und natürlich Großbritannien potenziell auch mit ihrem Atomarsenal. Natürlich ist es so, dass die Amerikaner praktisch alles überdecken, überschatten sozusagen, aufgrund der Größe des Arsenals, aufgrund der politischen Bedeutung und natürlich auch, weil sie im Zentrum dieser Vereinbarung des nuklearen Schutzschirms stehen, auch in einigen Gebieten vertreten sind und auch bereit sind, sich zu beteiligen. Also für mich lautet eine der Fragen, wie können wir diese Vereinbarung, die es ja bereits gibt, jetzt noch glaubwürdiger machen und wie können wir sie an die gegenwärtige Situation anpassen? Noch einmal, also es geht ja nicht darum, dass die Systeme einfach nur angenommen werden, weil wir sie annehmen wollen. Wir haben gesehen, dass die Russen ihre atomaren Kapazitäten modernisiert haben. Wir haben gesehen, dass die russische Führung eine Reihe von sehr besorgniserregenden nuklearen Bedrohungen ausgestoßen hat. Wir haben die Ankündigung gesehen, dass russische Atomwaffen nach Belarus auch verlagert werden sollen. Das heißt, wir sollten wirklich darauf vorbereitet sein, dass die Russen die atomare Karte ausspielen. Und ich sage jetzt nicht, dass es einen atomaren Angriff geben wird gegen irgendeine Stadt oder so. Ich spreche davon, dass Atomwaffen genutzt werden, um Zwang auszuüben, um Druck auszuüben. Also das ist teilweise eben auch Teil meiner Antwort, wie man die atomare Haltung der NATO an die neuen Umstände anpassen sollte. Dann gibt es noch die zweite Frage, beziehungsweise den zweiten Teil der Frage, was passiert, wenn die Amerikaner vollständig ihre Sicherheitsversprechen gegenüber Europa zurücknehmen. Und diese Option halte ich für sehr unwahrscheinlich. Also man sollte jetzt nicht sagen oder denken, dass ein möglicher Sieg von Trump absolut wahrscheinlich ist und bevorsteht und dass das dann die Folge ist. Also ich denke, dass wir hier zu viel annehmen in Bezug auf die Wahlergebnisse in den Vereinigten Staaten. Aber selbst wenn Herr Trump gewählt wird, was wäre dann die eigentliche Veränderung in der Politik der Vereinigten Staaten gegenüber Europa? Natürlich wissen wir, es wird Veränderungen geben, aber wie weit würden diese gehen, auch in dem nuklearen Bereich? Also das ist natürlich noch eine Frage, die nicht beantwortet ist aus meiner Sicht. Und noch etwas, die Franzosen haben einen Dialog angeboten zum nuklearen Arsenal und der französische Präsident hat gesagt, dass die französische atomare Abschreckung keine europäische Dimension hat. Das heißt, wenn wir vom schlimmsten Szenario ausgehen, sollten wir hier natürlich ein Gespräch führen und wir sollten diesen strategischen Dialog mit Frankreich führen, vielleicht auch zusätzlich mit Großbritannien, also vielleicht sollten wir das Ganze erweitern, aber wir sollten nicht zu früh in diese Richtung gehen. Die atomare Abschreckung der EU, da sollten wir nicht vergessen, dass wir 3 Länder in der EU haben, die tatsächlich den Vertrag über das Verbot atomarer Waffen unterschrieben haben. Irland, Malta, Österreich. Und diese Länder haben international quasi die Verpflichtung, die sie sich selbst gegeben haben, dass sie keine atomaren Waffen auf ihren Gebieten zulassen, dass sie auch nicht durch einen atomaren Schutzschirm oder atomare Abschreckung und entsprechende Garantien abgedeckt werden wollen, geschützt werden wollen. Also, diese erste Hürde, dieses erste Hindernis, wenn wir jetzt
eine EU-Herangehensweise diskutieren, ist einfach die Tatsache, dass es innerhalb der EU ein Land gibt, was eben Nuklearwaffen hat, und drei Länder gibt, die die rechtliche Verpflichtung haben, keine Atomwaffen zu haben und diese auch nicht zu erwerben und auch keinen Schutzschirm quasi entsprechend. Also das macht das Ganze schwierig. Ich würde kurz die Ulrike reinnehmen, weil Macron angesprochen worden ist. Und wir haben, ich nehme jetzt mit von dir, Lukas, eine relativ moderat optimistische Sicht, dass die Dinge möglicherweise so bleiben, wie sie sind. The American Nuclear Umbrella is here to stay. Auch wenn Trump gewinnt, ist da noch nicht die letzte Messe gelesen. Aber trotzdem gibt's geistert diese Debatte eben rum, diese What-If. Und es gibt dieses Angebot, wie auch immer, der Franzosen zu sagen, wir könnten uns vorstellen, die nukleare Schutzmacht der Europäischen Union zu werden. Ulrike Franke, Frage an dich. Ist es ein glaubwürdiges Sicherheitsversprechen der Franzosen? Können wir uns da entspannen und sagen, das wird eine gute Sache? Oder sollten wir da ein paar harte Fragen nach Paris schicken? Yeah, thanks for this. So I would put it this way. Vielen Dank. Also ich würde jetzt sagen, natürlich gibt es noch keine wirkliche französisches Versprechen, aber Macron hat sozusagen gesagt, okay, wir können ein Gespräch über diese Frage führen. Und ich fand das eher sehr vage. Und ich denke nicht, dass er hier einen ganz spezifischen Vorschlag machen wollte. Also es stimmt, dass Deutschland quasi nicht wirklich darauf reagiert hat, also auf diese Anmerkung. Aber es war eben auch nicht wirklich ganz klar von der französischen Seite aus. Also im Gegensatz zur europäischen Armee, denke ich, ist das eine Diskussion, die wir definitiv führen sollten. Die nukleare Abschreckung in der NATO und eben auch dieser amerikanische atomare Schutzschirm ist jetzt nicht meine erste Sorge unter einer Trump-Präsidentschaft. Also ich denke, dass Trump die NATO schwächen wird in Bezug auf die konventionelle Abschreckung. Und natürlich gibt es auch die Gefahr, dass man hier herausfinden will, also Russland und andere Akteure herausfinden wollen, wie weit können sie gehen. Das heißt aber jetzt nicht automatisch, dass es dann einen Angriff geben wird, wo nukleare Abschreckung relevant werden wird, aber das ist eben eine Gefahr. Das heißt, wir sollten uns über eine europäische Option Gedanken machen. Dennoch, noch einmal, es gab ja eine Reihe von Vorschlägen, die meines Erachtens keinen Sinn ergeben. Also beispielsweise ein europäischer atomarer Fußball, der um die europäischen Hauptstädte herum zirkuliert, das ergibt aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Außerdem glaube ich, also hier, was die Eurobombe angeht, vielen Dank an Lukas, dass Sie die neutralen Länder in Europa angesprochen haben und gesagt haben, dass es eben Länder gibt, die Nein zur nuklearen Abschreckung sagen. Also ganz definitiv ist es so, dass das quasi in Europa damit nicht so möglich wird. Aber es gibt natürlich auch noch die Länder, die auch den Nichtverbreitungsvertrag unterzeichnet haben. Das sind quasi auch alle. Also Großbritannien und Frankreich können jetzt nicht Atomwaffen an Deutschland oder Polen oder wen auch immer geben, wenn sie das wollten. Das wäre eine Verletzung eines internationalen Abkommens, das sie alle unterzeichnet haben. Das heißt, eine Eurobombe ergibt nicht so viel Sinn. Aber ein nukleares Teilen auf europäischer Ebene als Zusatz, als zusätzliche langfristige Alternative zum amerikanischen atomaren Schutzschirm ist das, was wir haben sollten, denke ich. Also ich bin jetzt keine Expertin zum Thema atomare Fähigkeiten, das heißt, ich kann jetzt keine abschließende Aussage dazu treffen, aber ich denke, das ist etwas, was es wert wäre zu haben, was wir haben sollten, denn die NATO-Abschreckung, der atomare Schutzschirm der Vereinigten Staaten, den wir dadurch haben, wird schrittweise sicherlich in Zweifel gezogen werden. Natürlich nicht über Nacht, aber langfristig kann es sein und nicht nur unter einer Trump-Präsidentschaft, sondern vielleicht auch unter den nachfolgenden Präsidenten und Präsidentinnen. Da wird es nicht automatisch immer diesen Schutzschirm geben. Also das heißt, wir sollten mit den Franzosen sprechen. Was meintet ihr damit? Worüber können wir sprechen? Und ist das atomare Austauschen etwas, was wir in Europa haben könnten? Also dieses Gespräch würde ich gerne führen.
ganz charmant, dich nicht eingeladen, in diese Debatte teilzunehmen. Aber wenn du möchtest, sprich gerne. Ich weiß, dass das Nuklearthema nicht unbedingt ein Lieblingsthema der Grünen ist. Ich habe feierlich versprochen, mir selbst und der Welt, dass ich mich an solchen Diskussionen nicht beteilige. Aber irgendwie meine... ich wollte nur kurz nochmal auf diese Abschreckungswirkung hinweisen und das, was Sie gesagt haben, dass sozusagen NATO funktionieren wird und die NATO funktionieren wird und auch unter Trump dieses Versprechen wahrscheinlich steht. Vieles kommt ja darauf an, wie wird das wahrgenommen auf der anderen Seite. Und ich glaube schon, die Tatsache, dass es unklar ist, dass dieses Versprechen steht, ist schon gewissermaßen eine Schwächung der Abschreckungswirkung. Und das wird auch wahrscheinlich so funktionieren. Es wird nicht so sein, dass der Präsident Trump, falls er nochmal Präsident werden sollte, das wollen wir jetzt nicht herbeireden, es wird nicht sein, dass er sagt, ich nehme einfach diese Garantie zurück, sondern er wird immer wieder signalisieren, dass er so ein unsicherer Kombattant ist auf der westlichen Seite. Und das wird schon als Signal der Unentschlossenheit im Ernstfall wahrgenommen und dadurch kommt die Schwächung zustande. Und abgesehen davon, dieses Deterrence-Game funktioniert ja auch ein bisschen anders. Es wird auch die Frage sein, viele gehen davon aus, Deterrence ist zurzeit eine Sicherheit gegen einen konventionellen Schlag oder konventionelle Einwirkung. Und da wird die Frage aber sein, gilt es noch? Ja, es ist sozusagen die andere Seite in der Wahrnehmung von Moskau überhaupt bereit, auch im Falle einer konventionellen Einmischung sozusagen hier eine bestimmte Posture zu projizieren. Es ist alles sehr kompliziert. Ich glaube halt nicht, dass nur wenn Trump einfach nichts dazu sagt, dass wir dieses Problem schon vom Hals haben. Das ist das eigentlich, was ich sagen wollte. Also eine Diskussion, die komplex ist und wo wir natürlich mit unseren Idealen und Werten wieder mal in dieser komplexen Welt in einer sehr schwierigen Dilemmata stecken. Selbstverständlich sind wir jetzt nicht diejenigen, für die es Spaß macht, solche Diskussionen zu führen. Und das ist eigentlich nicht, wofür wir stehen. Aber die Welt ist komplex. Kurze Reaktion von Lukas und dann habe ich noch eine Abschlussfrage für euch drei, bevor ich dem Publikum öffne. Ich denke, dass wir da natürlich sehr übereinstimmen. Denn natürlich ist es so, dass die Tendenzen in den Vereinigten Staaten in Bezug auf die große Strategie, aber auch in Politik, das ist natürlich von immer weniger großen Bedeutung für Europa, unabhängig von den Wahlen. Also auch die Amerikaner, die positiv gegenüber den transatlantischen Beziehungen stehen, waren uns auch mehr oder weniger freundlich, dass wir jetzt mehr Verantwortung übernehmen sollen für uns selber. Das heißt, wir diskutieren die europäische Souveränität, die Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit und Resilienz. Und das machen wir teilweise auch deswegen, weil wir eben den Entwicklungen in den Vereinigten Staaten einen Schritt voraus sein wollen. In Bezug auf das nukleare Teilen in Europa, und das höre ich von einigen Expertinnen und Experten in Frankreich, dass sie nicht daran glauben, an dieses Teilen, so wie das mit den Amerikanern und anderen in der NATO gemacht wird. Also das ist ganz interessant. Die Franzosen, die sehr offen gegenüber Europa sind, die fast alles europäisieren wollen, können aber sehr territorial agieren, wenn es um Waffen geht, um Entscheidungsfindungen und Kapazitäten geht im militärischen Bereich. Das ist der Bereich, wo sie dann sagen, na vielen herzlichen Dank, aber wir wollen gerne auf uns selbst verlassen und wir wollen hier nichts teilen, beispielsweise eben den roten Knopf. Paris. Wir sind jetzt seit einer Stunde auf der Bühne und wir haben über Aufrüstung geredet, über nukleare Abschreckung,
über Verteidigungsausgaben. Und wir sind aber in der Grünen Stiftung. Das heißt, die Frage ist, was ist mit den Werten, die ich am Anfang erwähnt habe, Abrüstung, vertrauensbildende Maßnahmen, kooperative Sicherheitspolitik. Und dazu würde ich gern von jedem von euch ein kleines Statement noch hören. Vielleicht fange ich bei dir an, Lukas, und auch mit einer biografischen Notiz. Wir sind uns vor 18 Jahren zum ersten Mal begegnet. Zwei junge Forscher, ein Friedensforscher, du warst auch damals so in den Strategic Studies unterwegs, und beide eher in dem Bereich Rüstungskontrolle, nukleare Abrüstung, vertrauensbildende Maßnahmen mit Russland, und haben uns über die Jahre öfter auch in Brüssel getroffen, um eben diese Themen der kooperativen Sicherheit und Rüstungskontrolle weiter zu diskutieren. Was ist mit uns passiert? und die Frage ist, die ich auch an die Kollegen stellen möchte, das ganze Thema kooperative Sicherheit, let's face it, es ist Russland, mit dem wir kooperative Sicherheit haben. Vertrauensbildende Maßnahmen, Rüstungskontrolle, ist das vollkommen vom Tisch? Können wir nur noch Russland abschrecken und unsere Verteidigungsausgaben erhöhen? Oder gibt es noch einen Bereich, wo wir das, Lukas, wo wir mal angefangen hatten, als wir jung und idealistisch waren, fortführen können? Also gibt es noch einen politischen Raum für das, was uns vor 18 Jahren bewegt hat? Thank you very much. Actually, when we first met, one of the very first... Ja, als wir uns das erste Mal zu einem Papier getroffen haben, was ich geschrieben hatte, das hieß, es ist Zeit, die US-Atomwaffen aus Europa abzuziehen, weil sie für die Erhaltung der Sicherheit nicht mehr nötig sind. Das würde ich jetzt heute nicht mehr so schreiben, aber vor 20 Jahren erschien das die Richtung, in die wir gingen. Ich glaube, man kann idealistisch bleiben, aber man sollte nicht naiv werden dabei. Und leider ist das etwas, was die russische Propaganda oftmals völlig falsch als Bild zeichnet. Die Idee, dass wir nicht mit den Russen sprechen wollten, dass wir nicht mit ihnen verhandeln wollten. Wir haben einiges an Zeit aufgewandt, um versucht, Russland in vertrauensbildende Maßnahmen einzubinden, Waffenkontrollmechanismen einzuführen, ein Prinzip der nachhaltigen Koexistenz in Europa einzuführen, auch mit Blick auf den Bereich Sicherheit. Aber wenn man diese Bemühungen sieht und sieht, dass sie nicht nur zurückgewiesen werden, sondern dass sie auch ausgenutzt werden durch die Russen, um eben die NATO zu schwächen, die EU zu schwächen und aggressive Politik zu verfolgen in der Nachbarschaft, dann heißt es natürlich, diesen Ansatz beizubehalten, rutscht leicht von idealistisch in die Richtung naiv. Das heißt, wir sind jetzt in einer Situation, in der wir die Stärkung der Abschreckung diskutieren müssen. Und wenn wir das richtig machen, dann werden wir uns nicht zurückziehen müssen. Also das Gesamtziel hier ist, glaube ich, immer noch das Ziel, den Frieden hier zu erhalten und gerechten Frieden in der Welt zu schaffen. Jetzt nicht unbedingt als Rüstungskontrolle und Friedensforschungsthemen aufgefallen. Ich höre gerne deinen Podcast, aber die Frage ist trotzdem, siehst du in der gegenwärtigen Situation politischen Raum für kooperative Sicherheitspolitik in der Art Rüstungskontrolle, vertrauensbildende Maßnahmen in erster Linie gegenüber Russland, aber auch gegenüber anderen, sagen wir mal, schwierigen Partnern, weil momentan wird unser Diskurs auch im grünen-nahen Bereich sehr stark von diesen Rüstungsthemen und Verteidigungsthemen dominiert. Yeah, so admittedly I've once offered a job on working on... Ja, zugegeben habe ich einmal ein Jobangebot zur Abrüstung bekommen und
Da habe ich gedacht, damals auch schon, dass es vielleicht Teile gibt, wo wir uns aufrüsten sollen. Okay, Spaß beiseite. Das hat ja im Moment doch durchaus ein friedliches Element. Ich möchte jetzt hier nicht auf die Diskussion bewaffnete Friedenskräfte und eine Friedensdiskussion einzugehen. Im Moment sehen wir eben das doch so, dass man Freunde nicht entwaffnet. Also man sollte natürlich Abrüstungsbemühungen verfolgen zwischen Verfeinden, obwohl das natürlich auch insgesamt keine gute Diskussion ist. Ich glaube, worauf wir hoffen können und was wir versuchen können, ist nicht so sehr Abrüstungsbemühungen zwischen Russland und den USA voranzutreiben, sondern wir sollten uns darauf konzentrieren, sicherzustellen, dass wir keine Verteilung der Nuklearwaffen sehen. Denn das ist im Moment eine Gefahr, die möglicherweise erscheint, denn die Länder weltweit sehen, dass es ein Vorteil ist, nukleare Waffen haben oder sie nicht zu und sie nie und es ein Risiko ist, sie nicht zu haben oder abzuschaffen. Das heißt, wir sollten jetzt im Moment darüber diskutieren, dass wir keine Nuklearwaffen weiter verteilen. Und es gibt einen Bereich, und da arbeite ich im Moment viel dran, wo ich Hoffnung habe, dass wir hier vielleicht zumindest zu einer Diskussion zur Rüstungskontrolle kommen, nämlich Autonomie in Kriegsfall und in der künstlichen Intelligenz in Kriegsszenarien. Das sind hier natürlich unterschiedliche Technologien gegenüber den bestehenden, aber wir haben jetzt Diskussionen, vielleicht Agreements zu finden, wann setzt man autonome Waffensysteme ein, KI-gesteuerte Waffensysteme. Das ist eine Diskussion, die wir jetzt führen können, und zwar mit allen Ländern, auch die, die sich jetzt im Moment nicht besonders mögen, denn es gibt ja durchaus ein gemeinsames Ziel, mit dem wir sicherstellen wollen, dass wir hier in keine Katastrophen laufen, plötzliche Kriege, Waffen wettrüsten und so weiter. Also ich denke, hier könnte man schon eine gemeinsame Position erreichen, wo man sicherlich unterschiedliche Meinungen hat, aber wo man durchaus doch bei bestimmten Positionen zu einer gemeinsamen Meinung kommt, die da sagt, wir wollen hier keinen Krieg aus Versehen, der irgendwie entgleist und außer Kontrolle gerät aufgrund dieser Waffensysteme. Ich glaube, das ist eine Position, die man anstreben kann, und ich glaube, das ist hier die positive Note, die ich hier noch in die Diskussion hineinbringen kann. Sergej, du hättest das letzte Wort. Ich meine, meine Frage war, nach dieser ganzen Diskussion über Verteidigungsanstrengungen, gibt es politischen Raum für klassische grüne, abrüstungsorientierte Entspannungspolitik in erster Linie gegenüber Russland? Ich meine, das ist ja das Hauptaugenmerk unserer ganzen Verteidigungsanstrengungen. Gibt es da politischen Raum, oder müssen wir einfach sagen, wir müssen einfach mehr Geld für Verteidigung ausgeben und auf das Beste hoffen? Ich glaube, jede historische Epoche hat ihre Diskussionen und Schwerpunkte. Grüne Werte und grüne Prinzipien, grüne Konzepte sind nicht nur mit sozusagen Engagement der anderen Seite verbunden. Es gibt viel mehr Grünes im Bereich Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Darüber können und sollen wir reden. Ich sage immer, und ich glaube, das müssen wir auch uns vergegenwärtigen, wir sind überzeugte Grünen, aber wir sind keine nützlichen Idioten für Despoten und Aggressoren. Und das muss so ausgesprochen werden. Und weil wir grün sind, weil wir mit der Zivilgesellschaft, mit Frauen, mit Minderheiten in vielen diesen Ländern, aber auch auf besetzten Gebieten, immer schon gute Kontakte hatten, wissen wir, worum es geht. Wissen wir vielleicht besser, worum es geht, als manche anderen Parteien, die eben nicht diesen Schwerpunkt gelegt haben. Und deswegen sehe ich
daran, also daran ist nichts ungrün, zu sagen, dass wir für Friedenserhaltung, für Menschenerhaltung, für Menschenrechtserhaltung auch darüber sprechen sollen, wie können wir eben einen Aggressoren, einem Aggressoren die roten Linien ziehen, auch mit militärischen Mitteln oder mit Vorbereitung. Aber das bedeutet nicht, dass wir das, dass wir andere Themen, die uns wichtig sind, zum Beispiel vergessen, wenn wir über Sicherheitsbegriff reden, dass wir über einen ganzheitlichen Sicherheitsbegriff reden, dass wir zum Beispiel uns jetzt schon vorbereiten und auch versuchen zu vermeiden, klimabedingte Katastrophen und Krisen, die anstehen und die andere wirklich sehr gerne einfach vergessen und sich nur auf den einen Konflikt und die eine Zuspitzung konzentrieren, ohne zwei Schritte in die Zukunft zu machen, zu schauen. Selbstverständlich, und ich stehe weiterhin dazu, dass wir auch eine feministische Außenpolitik auch hier in diesem Bereich verteidigen sollen, auch wenn es belächelt wird von sehr vielen, die überhaupt keine Ahnung davon haben, worum es geht in diesen Situationen. Also ich glaube, wir können sehr selbstbewusst sein bei unserer grünen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, und es gibt überhaupt keinen Grund, sich zu entschuldigen und sich beschimpfen zu lassen, nur weil wir dieser neuen Sicherheitswirklichkeit uns stellen. Auch im Interesse von vielen Menschen, die jetzt leben und die in den zukünftigen Generationen leben werden. Vielen Dank, Seth. Wir haben noch 20 Minuten und wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne jetzt die eine oder andere Frage stellen. Und zwar, genau, ich sehe schon, die ersten Hände gehen hoch. Sie können die Frage in Deutsch und Englisch stellen. Wir fangen mit dem Herrn in dieser vierten Reihe an, dann die Dame in der zweiten Reihe, den Gentleman und hier. Ja, wunderbar. Ja, danke. Mein Name ist Dmitri Schetiewski, bin Historiker, Politologe und Leiter des Osteuropa-Zentrums Berlin und meine Frage geht an Sergej Lagodinsky. Ich bin auch der Auffassung, dass die Zeitenwende in Deutschland versagt ist, vielleicht zu stark ausgedrückt, aber etwas in Stocken geraten ist. Aber ohne deutsche Zeitenwende kommt auch die gesamteuropäische Zeitenwende nicht voran. Dafür ist Deutschland zu wichtig. Auf dem Podium gab es viel Austausch über die politische Ebene, aber noch ein politischer Akteur kam mir ein bisschen zu kurz vor, nämlich die Zivilgesellschaft. Zivilgesellschaft kann auch politisch tätig werden und muss sogar politisch tätig werden. Meine Frage, was kann eigentlich die deutsche Zivilgesellschaft tun, damit die Zeitenwende in Deutschland und auch in Gesamteuropa etwas stärker und schneller in Gang gebracht wird? Danke. Vielen Dank. Vorbildliche Frage, weil Sie die Person angesprochen haben und eine Frage gestellt haben, erleben wir hier selten. Deshalb hoffe ich, dass es... die Dame in der zweiten Reihe ist die nächste, dass wir auch diesmal Glück haben. Mal schauen. ich bin ja ein bisschen älter und ich kann mich noch daran erinnern, dass man hier in Berlin Angst hatte, dass die Russen kommen. Und dass wir jetzt wieder in einer solchen Situation sind, ist natürlich entsetzlich. Aber mir fehlt es an Komplexität in der ganz gesamten Darstellung. Und dass noch andere grüne Themen wie Umwelt, die wichtige Umweltkatastrophe, die auf uns zukommt, dass die jetzt noch Erwähnung fand, fand ich sehr gut. Aber ich möchte nur eine kurze Sache sagen. Und zwar, Sie haben sich erinnert, wie Sie beide angefangen haben, Friedensforschung zu betreiben. Und dass es sogar die Überlegung gab, ob man denn hier in Deutschland noch Atomwaffen benötigte. Und die sind ja immer noch da, diese Atomwaffen. Die liegen ja noch, die amerikanischen. Und als Herr Mützenich, nun ein paar, von der Ampel, sage ich mal so ganz vorsichtig, als der dann mal geäußert hat 2021, brauchen wir denn wirklich noch diese Atomwaffen? Da gab es ein Riesengewitter und sofort
sind die USA eingestiegen und haben alles daran gesetzt, nun wieder Nord Stream in Frage zu stellen und so weiter. Sie merken, dass ich auf einer ganz anderen Linie laufe und dass ich keine Frage habe, aber mir wäre es sehr, sehr wichtig, dass die Dinge doch mal ein bisschen komplexer betrachtet werden und nicht immer nur geguckt wird, oh, wann kommt jetzt der Russe auf uns zu? Vielleicht gibt es ja auch noch andere Details und andere Dinge, die man unbedingt mit hineinnehmen müsste, um überhaupt die Gesamtlage einigermaßen vernünftig zu betrachten. Vielen Dank fürs Anhören. Vielen Dank. Sie können das Mikrofon gleich an den Herrn weitergeben, der neben Ihnen ist. Und dann nehme ich den Herrn in dieser Reihe und dann versuchen wir mal ein bisschen zu antworten. Ja, vielen Dank. Ich bleibe sitzen, weil ich 2 Meter groß bin und sonst sitze ich nehmen würde. Ich nehme aber Ihren Ball auf, Herr Franceschini, und beziehe 2 Personen aus dem Panel mit ein für meine Frage. Das ist zum einen der Kollege aus Polen, Herr Kulesa, und Frau Franke aus Paris. Da wissen jetzt auch die meisten schon, worauf ich hinaus will. 1991 ist es über 30 Jahre her. Ist was passiert? Die Bildung des Weimarer Dreiecks, an was sich kaum mehr Leute erinnern können von den Außenministern, insbesondere die Jüngeren hier im Raum. Ich bin vielleicht schon ein bisschen älter. Es war ein tolles Format, was irgendwie eingeschlafen ist. Polen ist einer der wichtigsten Partner im NATO-Bündnis, militärisch an der Außengrenze. Frankreich hat den atomaren Schutzschirm. Deutschland ist die stärkste Wirtschaftsmacht in Europa. Was meint das Panel zu der Frage, ob dieses Weimarer Dreieck, wie immer man das dann auch bezeichnen muss, aber diese sehr eingespielte, auch außenpolitische Partnerschaft der 3 Länder vielleicht hier hilfreich sein könnte? Vielen Dank, sehr konkrete Frage. Wir nehmen noch eine Frage hier und dann würde ich sagen, Sie können Wolfgang. Wolfgang Templin, Publizist, 1,76 Meter groß. Ich freue mich sehr, Sergej, dass wir so eng beieinander denken. Sergej, mein alter Kollege, ich habe jetzt einen Beitrag fertiggestellt für das Deutschlandarchiv. Ich stelle ihn aber auch sehr gern für die Website zur Verfügung, weil auf all diese Themen hier eingeht. Arbeitstitel: Sterben für Narva. Das geht auf einen berühmten Ausspruch des Jahres 1939 zurück. Auch da gab es gewisse Vorformen hybrider Kriegsführung von Nazi-Deutschland provoziert, nämlich die Auseinandersetzung um Danzig. Man wollte nicht den Zweiten Weltkrieg beginnen, nein, man wollte nur in Danzig einen Schritt voranrücken. Und der französische Außenminister unentschlossen fragt: Sterben für Danzig? Fragezeichen. Jawohl, doch nicht. Wie das Ganze ausging, wissen wir. Ich nehme das nur als Ausgangspunkt, weil ich zeigen will, nicht jede historische Parallele taugt, aber jetzt haben wir diese Situation und wir haben den möglichen Versuch Russlands dort eben nicht klassisch interventionistisch, sondern die russische Bevölkerung bittet dort um Schutz und dann versucht man es. Und dann kommen wir zu der Frage, wie verhalten sich alle Akteure? Und ein anderer Teil des Artikels ist dem 22.01. gewidmet, dem historischen Tag des Kampfes der Ukraine. Wer war in Kiew bewusst als Historiker und Staatsmann? Donald Tusk. Und hat dort eine Konsequenz angemahnt, die uns eben in Deutschland nach wie vor fehlt. Also wie gesagt, ich freue mich sehr, wenn ich mit diesem Beitrag in der Diskussion präsent sein kann. Danke. Vielen Dank, Herr Templin. Das waren großartige Themen. Wir könnten da eine Stunde drüber diskutieren. Ich versuche jetzt erstmal einen Punkt, Sergej, aufzunehmen, der von ersten Fragestellung war, nämlich ob diese Zeitenwende, die in Deutschland schleppend vorankommt, nicht auch von der Zivilbevölkerung, der Zivilgesellschaft vorangebracht werden kann. Ja, und wir sitzen ja gewissermaßen bei einem Beispiel der Zivilgesellschaft hier zu Gast, die da auch aktiv mitarbeiten. Ich bin keiner, der gerne als Politiker, den ich jetzt nun mal bin, auch wenn ich mit dieser Bezeichnung immer noch fremde, der Zivilgesellschaft sagt, was sie zu tun hätte. Das, finde ich, ist nicht die Aufgabe der Politik. Unsere Aufgabe ist, die Zivilgesellschaft zu schützen. Und das ist das, womit ich mich auch sehr intensiv beschäftige, wie
kriegen wir es hin, dass die Zivilgesellschaft nicht drangsaliert wird, nicht ausgebürgert wird, nicht ausgelagert wird, wie es in vielen europäischen Ländern passiert. Ich sage dazu nur eine Sache, gerade weil wir auch viel über die mentale Umstellung bei uns allen gesprochen haben, ohne die eine wirkliche Zeitenwende nicht vorstellbar ist. Was ich erlebt habe, und da greife ich vielleicht, Sie haben sich nicht mit Namen vorgestellt, nicht mal mit Ihrer Größe, sozusagen das, was Sie erzählt haben, habe ich viel auch gehört. Ich habe Reisen durch Brandenburg gemacht, wo wir uns darüber offen ausgetauscht haben. Ich finde es sehr wertvoll, dass wir mit diesen verschiedenen Perspektiven auf den Krieg, auf unsere Rolle darin, auf unsere Sicht der Welt auch ins Gespräch kommen. Und das ist etwas, wo ich finde, die Zivilgesellschaft eine sehr wertvolle Rolle spielen kann. Es wird sehr wenig von Betroffenen Geschichten erzählt. Das ist was ich merke. Wir können sehr häufig auf der argumentativen Ebene nicht bei Menschen durchdringen und ihnen erklären, warum wir uns jetzt engagieren. Aber wenn ich zum Beispiel ukrainische Überlebende von Massaker oder ihre Familien da habe oder Menschen, die geflohen sind, russische Dissidentinnen und Dissidenten, die vieles jetzt auch in Russland erleben, nur weil sie gegen den Krieg sind, dann wird es plastischer für Menschen bei uns. Und das wäre vielleicht sozusagen eine Empfehlung an die Zivilgesellschaft, viel mehr mit solchen persönlichen Geschichten zu arbeiten, damit wir miteinander doch auf einer Ebene kommen und nicht nur Argumente austauschen, sondern versuchen zu verstehen, was es für Menschenleben bedeutet und wie können wir daraus oder sollen wir nicht darauf reagieren. Also das wäre sozusagen eine Empfehlung, eine bescheidene Empfehlung aus der Politik an die Zivilgesellschaft. Und ansonsten, wir unterstützen Sie, so wie wir können, egal was passiert. Super, vielen Dank. Ich würde gerne die Frage von Wolfgang Templin aufnehmen, die mir wahnsinnig gut gefallen hat, und sie sowohl dir, Ulrike, stellen, als auch dir, Lukas, und zwar ein bisschen sehr etwas verallgemeinern. Er hat die Frage gestellt, Ulrike, morir por Danzig, morir por Narva. Ja? Das ist eine Frage, die wir möglicherweise uns die nächsten Jahre öfter stellen müssen, aus Gründen, die wir gesehen haben, dass möglicherweise Frankreich Sicherheitsgarantien geben muss für Länder, die weit ab sind von Paris. Und das natürlich die große Frage der Glaubwürdigkeit dann in den Mittelpunkt stellt. Es ist ein Thema, das den Kalten Krieg durchzogen hat. Damals waren die Sicherheitsgarantien amerikanisch und diese Sicherheitsgarantien waren im weitesten Sinne glaubwürdig. Wir haben sie geglaubt und unsere Gegner haben sie geglaubt. Jetzt ist die große Frage, die ich dir stelle, die ich auch dir stelle, Lukas. Wenn diese Frage in Paris gestellt wird oder an Paris gestellt wird, würde dein Land oder das Land, wo du dich gerade befindest, sein Überleben wirklich für Narva oder für Danzig aufs Spiel setzen, wie es die Amerikaner im Kalten Krieg getan haben? Denn wenn sie das nicht tun, haben wir ein Problem. So, it's interesting in so far. By the way, das ist interessant. Ich spreche jetzt weiter Englisch, weil mir gesagt wurde, es ist besser, in einer Sprache zu bleiben. Also es ist interessant, dass die Frage gestellt wurde, denn als Lukas vorhin gesprochen hat, habe ich gesehen, dass auch im Kalten Krieg und während der ganzen Existenz der NATO immer ein Fragezeichen hinter der Frage stand, würden die Vereinigten Staaten Washington für Berlin oder Philadelphia für Hamburg austauschen? Das heißt, wenn es auch hart auf hart kommt, ist es dann wirklich so, dass die Vereinigten Staaten bereit sind, diese nukleare Abschreckung zu leisten, wenn das auch bedeutet, dass sie sich selbst schaden. Und natürlich, wir haben das bis zu einem gewissen Grad geglaubt, deswegen hat das auch funktioniert. Aber man muss auch anmerken, dass es immer diese Zweideutigkeit bei Abschreckung gibt. Das ist eben niemals 100% sicher. Und deshalb ist es natürlich auch mit Donald Trump so wichtig, weil man sich niemals ganz sicher sein kann. So, wie ist jetzt die Situation gegenwärtig? Die Fragezeichen hinter Frankreich
beziehungsweise ich würde auch sagen, es gibt noch keine französische geteilte Abschreckung gegenwärtig. Das heißt, wir können uns jetzt auch nicht beschweren, dass sie das nicht leisten, weil es noch nicht angeboten wurde. Aber die Frage ist natürlich in Europa, wenn es um die Abschreckung geht, wenn es darum geht, für einen Verbündeten zu kämpfen. Und das ist natürlich der Grund, warum es auch so wichtig ist. Und natürlich ist die Ukraine kein NATO-Mitglied, aber es gibt eben auch dieses Element, dass man eben hier die Gemeinsamkeit zeigen möchte, dass man quasi das Ganze gemeinsam gewinnen kann. Also um ganz spezifisch auf die Frage zu antworten, gegenwärtig haben wir nicht die gleiche Abschreckung von Paris, die wir von Washington hatten oder haben. Aber das kann man den Franzosen nicht zum Vorwurf machen, denn wir alle müssen über nukleare Abschreckung in Europa sprechen, erst einmal. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich noch die Frage des Weimarer Dreiecks ansprechen soll, aber ich denke... Dreieck, weil dann gebe ich Lukas das letzte Wort. Awesome, okay, yeah, so just very quickly on... Gut, okay, nur ganz kurz zum Weimarer Dreieck. Also ich denke wirklich, dass das Weimarer Dreieck der richtige Weg ist, Fortschritte zu machen in Europa. Wenn Frankreich, Deutschland und Polen gemeinsam handeln, dann kann man auch schon viele andere Stimmen in Europa überzeugen, weil sie viele hinter sich versammeln können. Und ich glaube, Sie haben gesagt, es ist ein eingespieltes Format, aber ehrlich gesagt ist es das nicht mehr. Hauptsächlich natürlich aufgrund der vorherigen polnischen Regierung. Das hat sich ja jetzt geändert. Das heißt, es ist jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt, um das Weimarer Dreieck wiederzubeleben. Ich bin absolut dafür. Ich denke, die polnische Regierung hat allerdings jetzt viele andere Dinge zu tun. Allerdings hoffe ich wirklich, dass wir wieder zum Weimarer Dreieck zurückkommen können. Und wir haben ja bereits viel über Frankreich gesprochen. Also viele Menschen in Europa sind sehr skeptisch, wenn es um die Haltung von Frankreich geht. NATO ist ja auch teilweise NATO-kritisch, dann ist Frankreich auch manchmal nicht so offen für das osteuropäische Denken. Und ich glaube, das hat sich aber auch verändert. Und ich denke, in der französischen Außenpolitik gibt es wirklich den Versuch, Osteuropa besser zu verstehen und auch eine bessere europäische Nation und nicht nur eine westliche Nation zu sein. Also ich denke, da gibt es wirklich den Willen und den Versuch, das zu ändern. Und das Weimarer Dreieck würde ich absolut unterstützen. Und ich hoffe, dass auch die Deutschen mit an Bord sind. Denn ja, wir sollten das machen. Lukas, wir haben kaum mehr Zeit. Vielleicht ein kurzes letztes Statement, entweder zum Weimarer Dreieck oder zur Frage Sterben für Danzig. Ja, nein. The easy questions at the end. Naja, also die einfachen Fragen kommen offensichtlich zum Schluss. Gut, also zum Weimarer Dreieck. Also es ist wirklich eine sehr einfache Antwort, die ich hier geben kann. Denn die Bemühungen, das Weimarer Dreieck, die Zusammenarbeit wiederzubeleben, finden ja statt. Sie laufen. Und es ist ein bisschen eine Art polnische Woche hier in Berlin, weil Minister Sikorski war hier und auch eine Delegation aus Parlamentariern war hier. Und bei diesen ganzen Treffen war das Thema Wiederbelebung des Weimarer Dreiecks quasi an zweiter Stelle der Diskussion direkt nach den Beziehungen zwischen Deutschland und Polen. Und das heißt, die Wiederbelebung des Weimarer Dreiecks selbst kann leicht erreicht werden. Anfang Februar oder in der ersten Hälfte von Februar wird es ein Treffen auf Außenministerebene geben, um quasi offiziell das Weimarer Dreieck wieder zu beleben unter den neuen politischen Umständen. Und ja, es gibt eine viel stärkere Kohäsion in Bezug auf unsere Ansichten, in Bezug auf die europäische Sicherheit, mit Blick auf die Ukraine, mit Blick auf Russland. Das heißt, es gibt hier wirklich eine gemeinsame Agenda. Da geht es nicht nur um Sicherheit und Verteidigung, sondern eben, das wird einfach ein Bestandteil sein. Und die Frage der Reform und der Erweiterung, Vertiefung der Europäischen Union, die wir heute Morgen schon angesprochen haben, das ist auch eines der Gebiete, wo wir diese drei Länder zusammenbringen können. Und natürlich können wir damit nicht jedes Problem lösen, denn natürlich hat jedes EU-Mitglied seine eigene Auffassung. Aber das könnte sicherlich helfen, die Dinge voranzubringen. Das heißt, ich bin wirklich sehr optimistisch, was das Weimarer Dreieck angeht. Aber bitte...
sagen Sie nicht gleich, es sollte ein quasi ein Kampfpanzer des Weimarer Dreiecks auch noch geben oder so. Also das wird jetzt nicht so schnell passieren. Dann zum Thema Abschreckung und wer macht sich da Gedanken. Also natürlich hängt es damit zusammen, wie stark wir miteinander verbunden sind. Und damit meine ich jetzt nicht in wirtschaftlicher Hinsicht, sondern auch in politischer, strategischer oder auch in emotionaler Hinsicht. Das heißt, sehen wir uns selbst als Teil des Gleichen, der gleichen strategischen und politischen Gemeinschaft? Wenn wir das tun, dann ist es natürlich auch so, dass wir bereit sind, uns gegeneinander, untereinander zu helfen und zu unterstützen. Und die NATO, die EU, die bilateralen, trilateralen Vereinbarungen helfen uns natürlich, das zu tun. Aber wenn, also die Frage letztendlich ist, sehen wir uns als Gemeinschaft oder nicht? Und die Ukraine ist in diesem Prozess, dass sie von diesem, sie sind sie außerhalb und natürlich wir unterstützen sie, wir haben natürlich auch Mitleid und so weiter, zu einem Teil unserer Gemeinschaft wird, zu einem Teil von uns. Deshalb haben wir sie eben auch eingeladen, der EU beizutreten. Und wenn wir das wirklich ernst meinen, bedeutet das auch, dass die Ukraine natürlich auch Teil dieser politischen und strategischen Gemeinschaft wird, die wir schützen wollen. Das waren jetzt zwei sehr intensive Stunden. Und ich glaube, wir haben alle eine Pause verdient. Und die kriegen Sie jetzt auch. Wenn Sie eine Treppe tiefer gehen, gibt es eine Suppe und ein bisschen was zum Trinken. Was Sie noch machen können, ist, da draußen im Foyer finden Sie eine Videoinstallation oder ein kurzes Video zum Thema feministische Außenpolitik, die schon erwähnt worden ist, von unserem Büro Washington gemacht. Und Sie können sie sich auch anschauen. Und ansonsten erholen Sie sich gut und wir sehen uns wieder in einer Stunde. Vielen Dank an Ulrike Frank in Paris, Sergej Lagodinsky und Lukas Kulesa.